Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Ausgabe von Was bewegt? Das große Impfen beginnt, Erwartungen zwischen Wundermittel und Skepsis. Und wie wir bei der großen Resonanz auf den heutigen Abend sehen, ist es ein Thema, das viele Menschen umtreibt. Sorgen, Ängste sind damit verbunden, aber auch einfach Informationsfragen, dass man mehr darüber wissen möchte. Ich möchte Ihnen die Gesprächspartner des heutigen Abends vorstellen. Zum einen ist mein Kollege von der Evangelischen Akademie, Uwe Jakubczyk, dabei, der heute Abend als Co-Moderator den Abend mitgestaltet. Und dann Dr. Silke Lauterbach. Sie ist schon mehrfach bei uns gewesen. Wir haben schon Abende miteinander hier gestaltet. Sie ist Apothekerin und kennt sich eben sehr gut aus mit den ganzen Hintergründen dieses Impfstoffs, und von daher ist es sehr schön, dass wir auch mit Frau Lauterbach eine Fachfrau haben, die diesen Abend mit in der Moderation übernehmen wird. Ein weiterer Gesprächspartner ist Christian Pechmann, Allgemeinmediziner aus Niederfellmar. Er arbeitet als Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis. Kim-Lisa Völkel und Christian Heckmann, verantwortliche Apotheker aus dem Impfzentrum in Calden, also für den Landkreis Kassel. Und Dr. Daniela Sommer, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion des Hessischen Landtags. Ganz herzlich willkommen. Und ich denke, da der Abend ja nur anderthalb Stunden hat, wollen wir gleich in das Thema einsteigen mit Ihnen, Herr Pechmann, und beginnen. Was wird denn bei einem Hausarzt eigentlich jetzt alles an Sorgen, an Fragen vorgetragen? Mit welchen Dingen sind Sie konfrontiert? Vielleicht sprechen wir einfach über Ihre Erfahrungen. Ja, schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Christian Pechmann. Wie schon vorgestellt wurde, ich bin Allgemeinmediziner in Vellmar und beschäftige mich natürlich dadurch auch sehr viel mit dem Impfen und bin dadurch in der Gemeinschaftspraxis oft an der vordersten Front, was die Impffragen angeht. Und die Patienten kommen natürlich auf mich zu und fragen mich: Mensch, was ist denn eigentlich hiermit los? Ich habe hier mal so ein kleines Bild mitgebracht. Eben gerade war es noch da. Komme ich nicht zurück. Das ist das, was uns momentan alle bedrückt, der Coronavirus. Und um den geht es. Und im Endeffekt ist es erstmal wichtig zu wissen, was ist eigentlich mit dem Impfen? Ja, was passiert denn da? Und unser ganz großes Problem, das ist das, was wir jetzt als Hausärzte vor allem sehen, ist ganz, ganz viel Angst. Ja, erstmal die Angst vor dem Virus und auch die Angst vor einem anscheinend doch sehr, sehr neuen Impfstoff. Dann spielt ganz viel Unwissenheit mit rein, was auch alle betrifft. Und was unser ganz großes Problem ist, was wir Mediziner oft sehen in der Beratung, sind viele Falschmeldungen, die im Internet kursieren und uns dann die Beratung und die Behandlung der Patienten doch sehr erschweren. Wir müssen erstmal unterscheiden, dass es verschiedene Impfstoffe gibt. Und wir reden erstmal von, es gibt Totimpfstoffe und Lebendimpfstoffe. Bei Totimpfstoffen ist es ganz wichtig zu erklären, dass es da immer nur inaktivierte Erreger sind oder nur Virenbestandteile oder Erregerbestandteile. Das kennt jeder aus dem allgemeinen Impfen, was seit Jahrzehnten gemacht wird. Als Beispiel natürlich die Tetanusimpfung, Diphtherie, Keuchhusten, was wir uns alle 10 Jahre verimpfen lassen sollten, um uns vor diesen doch sehr schwierigen und doch tödlich verlaufenden Erkrankungen zu schützen. Und das sehr, sehr mit einem sehr, sehr großen Erfolg, weil wir wissen, dass wir in den Ländern, wo wir eine gute Impfstrategie haben, viele, viele Menschen tatsächlich schützen können vor schwersten und tödlich verlaufenden Erkrankungen. Dann gibt es noch die Gruppe der Lebendimpfstoffe. Das sind tatsächlich, kennt auch jeder im Endeffekt, sind vermehrungsfähige, aber abgeschwächte Erreger. Kennen wir alle vor allem mit der Masern-, Mumps- und Röteln-Impfung. Tatsächlich sind diese Lebendimpfstoffe, sind das Viren, die mit einem speziellen Verfahren so weit abgeschwächt sind, dass sie nicht mehr infizieren können, sondern nur noch dem Körper
dass man dem Körper zeigt, so, da musst du angreifen, so siehst du aus und da greifen wir an. Ganz, ganz wichtig ist bei diesem neuen Impfstoff, der uns jetzt alle erreicht, ist, dass es ein Totimpfstoff ist. Ja? Wie genau der funktioniert, das werden noch unsere Apotheker noch erklären. Die sind da noch deutlich kompetenter. Hier habe ich das nochmal ganz kurz dargestellt. Abgeschwächte Viren bei Lebendimpfstoffen, Totimpfstoffe sind es reine Virenbestandteile. Es hat nichts mehr mit dem Virus zu tun, also es ist nicht mehr der komplette vermehrungsfähige Virus. Diese Virenbestandteile können uns nicht mehr krank machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was macht man mit Totimpfstoffen? Bei Totimpfstoffen zeigen wir im Endeffekt dem Körper, hey, darauf musst du aufpassen. Das musst du dir genau angucken. Wenn du sowas, so ein Viren oder so ein Bestandteil dir irgendwo im Körper entgegenkommt, dann musst du das zerstören. Das ist das Wichtige bei einem Totimpfstoff. Und hier sieht man erstmal, wie so eine Impfung funktioniert. Jeder von uns hat das als, ja, als Kinder schon erlebt, schreiend beim Kinderarzt oder natürlich dann in der Folgeimpfung, dann beim Hausarzt, dass wir dann dementsprechende Virenbestandteile verimpfen. Der Körper erkennt diese Virenbestandteile, baut darauf spezifische Antikörper auf und merkt sich durch eine spezielle Zellart, nämlich die Gedächtniszellen, merkt er sich die Oberflächenstruktur und wenn es dann wieder zu einer Infektion kommt, beispielsweise wir schneiden uns und ein Erreger kommt in die Blutbahn oder ganz normal, wir reden von der wie beim Grippeimpfstoff, tatsächlich Influenzaviren kommen in den Körper, dann erkennt der Körper die sofort, die Antikörper werden binden dann diesen Virus und zerstören dann den Virus, somit ist er unschädlich und wir können nicht mehr erkranken. Das ist ganz wichtig, was man dazu noch sagen muss. Das ist die aktive Immunisierung. Der Körper arbeitet aktiv und baut aktiv Antikörper auf. Davor haben die meisten Leute ja immer Angst. Die Impfreaktion, das ist alles ganz schlimm. Auch ich habe jetzt vor kurzem ein YouTube-Video gesehen von Experten, angeblichen Experten, da wurde gesagt, es macht schwer krank, diese Viren, diese Impfungen sind ganz, ganz schrecklich und ganz, ganz schlimm. Und es wurde dann gesagt, ja, das macht Rötung, das macht Schwellung, das macht Muskelschmerzen, eventuell Fieber. Das ist aber ganz normal. Und das sind keine schweren Erkrankungen. Und das sind auch keine schweren Reaktionen, die der Körper nach einer Impfung zeigt. Ganz, ganz typisch sind immer, denn das ist bei jedem Impfstoff so, wenn ich irgendwo reinpiekse, kann das natürlich wehtun, das ist ganz klar. Es kann tatsächlich sich die Einstichstelle etwas röten, es kann auch mal dort zu einer Überwärmung kommen und die Stelle tut ein, zwei Tage weh. Das ist ganz normal und ist fast bei jedem Impfstoff der Fall. Die letzten Impfungen, die ich selber über mich habe ergehen lassen, habe ich eigentlich gar nichts gemerkt, nur dass ich so ein bisschen, ja, nur die Stelle dort, wo man reingepiekst hat, dass die etwas einen Tag ein bisschen wie ein Muskelkater war. Ganz normale Allgemeinreaktion, was mal sein kann. Und da muss man sagen, das sind eigentlich gute Anzeichen, wenn der Körper mit einer Temperaturerhöhung oder mit grippeähnlichen Symptomen reagiert. Das ist ein Zeichen, mein Immunsystem funktioniert. Das heißt, wir müssen nicht sofort Angst haben, wenn wir ein bisschen erhöhte Temperatur haben, von 38 Grad oder 38,5 oder man sich mal ein bisschen schlapp fühlt, dann arbeitet unser Körper richtig so, wie er soll. Das heißt natürlich nicht, dass wenn ich jetzt keine Reaktion habe, dass er bei mir nicht wirkt. Das soll nicht damit gesagt sein. Aber bei den Totimpfstoffen, da sieht man da, dass das so drei Tage danach immer noch so ein bisschen zwackt. Und bei Lebendimpfstoffen hat man Symptome erstmal so nach einer Woche ungefähr, kann das anfangen. Und ist nach zwei Tagen meistens wieder vollkommen verschwunden. So, und das ist jetzt das,
was ich ganz, ganz oft in der Praxis beim Impfen gefragt werde. Und gerade jetzt unser neuer Impfstoff, was wird denn so gefragt? Was sagen die Patienten so zu mir? Die sagen, Herr Pechmann, würden Sie sich eigentlich selber impfen lassen? Da kann ich sagen, dadurch, dass ich mit vielen, vielen anderen Kollegen bei den Impfungen im Impfzentrum mit dabei bin, ja, ich würde mich impfen lassen. Ich bin dadurch geimpft, weil wir natürlich nicht den Virus zu den doch schwer kranken Patienten oder zu kranken Patienten bringen wollen oder zu den stark gefährdeten Patienten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass auch die Leute sich impfen lassen sollten. Es ist ja keine Pflicht, dass sie sich impfen lassen sollten, wenn die Möglichkeit besteht, sodass wir niemanden gefährden. Dann ist die ganz große Frage, wann kann ich denn bei Ihnen geimpft werden? Und da muss ich sagen, das geht halt momentan mit dem und bisher zur Verfügung stehenden Impfstoffen, nämlich der von BioNTech Pfizer und sowie der jetzt rausgekommen ist von Moderna aus den USA, geht das gar nicht, weil das sind sehr empfindliche Impfstoffe und die müssen im Impfzentrum geimpft werden, beziehungsweise mit Zuhilfenahme der mobilen Impfteams. Da ist eine Wahnsinnslogistik erforderlich, ein Riesenaufwand wird betrieben, um die Bevölkerung zu impfen mit einem sicheren und guten Impfstoff, der aber leider eine ganz, ganz komplizierte Infrastruktur benötigt. Wie das genau funktioniert, das erklären dann unsere Apotheker, die wissen das auch besser als ich. Wie ist denn das dann mit der Maske danach, werde ich oft gefragt. Ja, wir sollen erstmal danach auf jeden Fall weiter die Maske tragen, weil wir wissen nicht, und das ist leider das Problem tatsächlich, wir werden sicherlich nicht mehr daran erkranken. Jetzt gehe ich schon einen Punkt nach unten. Aber wir wissen nicht, ob wir eventuell doch noch Träger sein könnten und dann den Virus bei ungeimpften Patienten oder ungeimpften Personen dann weitertragen würden. Dementsprechend ist es wichtig, bis zum Erreichen der Herdenimmunität, das bedeutet 60% der Personen, die sollten geimpft sein, der Bevölkerung, um überhaupt erstmal eine Herdenimmunität zu gewährleisten. Das ist natürlich ein Riesenstück Arbeit und da muss man sagen, da wird seitens der Pharmafirmen, der Politik, der Apotheken, der Länder, der Ärzteschaft, alle, die da irgendwie mit zu tun haben, werden sehr, sehr viele Mühen gemacht, um tatsächlich möglichst bald so viele wie möglich zu impfen. Dann werde ich oft gefragt, tja, wie lange hält denn dann die Impfung? Das ist tatsächlich auch eine Frage, die man noch nicht genau sagen kann. Wir denken, also was wir wissen, dass es in dieser Zeit, in der jetzt tatsächlich die Studienlage existiert, dass er auf jeden Fall ein Jahr ungefähr auf jeden Fall hält. Mehr wissen wir einfach noch nicht, weil da gibt es tatsächlich noch keine Langzeitergebnisse. Das kann man erst in ein paar Jahren sagen, wie lang oder wie hoch die Immunität eines Impflings ist nach erfolgter zweifacher Impfung. Hatte ich jetzt erst vor kurzem die Frage, tatsächlich aus dem näheren Umfeld. Ich habe einen Kinderwunsch. Ich würde mich ja impfen lassen, aber kann ich denn dann noch schwanger werden? Oder als Mann kann ich denn dann noch Kinder zeugen? Der verändert doch da irgendwas oder so. Da kann man ganz klar sagen, und da gibt es auch eine Stellungnahme vom Robert-Koch-Institut, der wird nicht die Zeugungsfähigkeit oder die Fertilität einer Frau in dem Falle dann nicht beeinflussen. Das weiß man schon. Das hat der nichts mit zu tun. Und die ganz, ganz große Frage, verändert der Impfstoff meine Gene? Nein, er verändert nicht meine Gene, weil er hat mit den Genen nichts zu tun. Den genauen Mechanismus wird nachher noch sicherlich erklärt. Jetzt ist oftmals noch eine,
Upsala. Jetzt ist doch oft die Frage, kann man das noch sehen? Nein. So, jetzt ist oft die Frage, der ist doch ganz kurz erst erforscht. Das kann man doch gar nicht so einfach machen. Man muss ganz klar sagen, die SARS-CoV, also diese SARS-Viren, kennt man schon sehr, sehr lange. Und wie die aussehen, ich habe mal von einer lieben Patientin, ich zeige das mal, die hat uns der sitzt bei uns am Fenster, da wo die Patienten jetzt empfangen werden, einen kleinen Coronavirus gehäkelt. Dazu auch nochmal vielen Dank. Ganz schön, der begrüßt eigentlich immer alle mal ganz freundlich ausnahmsweise. Wir kennen also diese Erkrankungen oder diese Viren eigentlich schon sehr lange. Jetzt muss man sich das so folgendermaßen vorstellen. Wir kennen SARS-CoV-1. Und jetzt stellen wir uns das vor, wir haben Zwillinge, eineiige Zwillinge, zwei Menschen. Der eine ist ein ganz netter und ein ganz freundlicher, den kennen schon alle. Der ist im Dorf bekannt überall oder in der Stadt, der hilft immer und ist hilfsbereit, beziehungsweise manchmal macht er auch ein bisschen Unsinn, aber den kennt halt jeder. So. Und jetzt kommt ein Zwilling. Dieser Zwilling sieht dem so auf dem ersten Augenblick total ähnlich. Nur er unterscheidet sich in einem ganz kleinen Merkmal. Nämlich, ich sage jetzt mal als Person, so ein klein wie ich jetzt hier hinten, so ein Muttermal hinter dem Ohr. Jetzt mussten wir also eigentlich nur noch lernen, oder die Wissenschaftler haben dann rausgefunden, dieser neue Virus, der richtig böse ist, der richtig wirklich sehr, 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 sehr schwer krank machen kann und unterscheidet sich in einem gewissen Merkmal. Und das sind hier, diese Buppel sind dafür verantwortlich. Und der hat eine ganz spezielle Form. Und jetzt musste man also nur noch rausfinden, so muss dem Körper beibringen, hör zu, du musst genau auf dieses Detail musst du achten. Und das macht man mit dem neuen Impfstoff. Und wir müssen auch dazu sagen, dass dass der Impfstoff so bekannt ist und wir diese neue Technik haben und dass vor allem die ganz großen Pharmafirmen zusammengearbeitet haben, intensiv zusammengearbeitet haben und man eigentlich schon einen Vorsprung in der Coronavirus-Forschung hatte, konnte man also ziemlich schnell diesen Impfstoff entwickeln. Das heißt, es kommen viele gute Sachen zusammen. Eine komplett neue Technik. Wir sind halt nicht mehr 1990, sondern wir schreiben jetzt das Jahr 2021 und kennen schon Anteile und wir haben eine gute Technik, wie wir den Impfstoff produzieren können. Und das hilft uns jetzt ungemein, diesen Impfstoff schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen. Da wird hart dran gearbeitet, mit viel Enthusiasmus, mit viel Kraft und viele schlaue Leute haben daran gearbeitet, worüber ich sehr, sehr froh bin, dass das so funktioniert. Und ich hoffe und kann es nur sagen, ich hoffe, dass sich so viele wie möglich impfen lassen, dass wir durch ein Format wie dieses die Angst vor dem Impfen und vor allem jetzt in spezifisch vor diesem Impfstoff verlieren, um uns alle gemeinsam zu schützen, dass wir endlich wieder in ein normales Leben gehen können und wieder normale soziale Kontakte. Ich möchte auch gerne mal wieder meine Schwiegermutter mal drücken zum Beispiel. Das ist schon lange nicht mehr erfolgt und würde mich freuen, wenn sich so viele wie möglich impfen lassen. Und fragen Sie ruhig Ihre Hausärzte, wenn es Probleme gibt. Dafür sind wir da. Ja, vielen Dank, Herr Pechmann. Ich glaube, das war schon eine sehr gute Einführung, nochmal die Zusammenfassung der verschiedenen Wirkmechanismen. Und ich dachte, bevor wir weitergehen, nutzen wir die Chance, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die direkt eine Rückfrage zu ihrem Beitrag haben, jetzt sich zu Wort melden können und wir an dieser Stelle unterbrechen, sozusagen für die Rückfragen aus unserer Teilnehmerschaft. Müssen wir nur das Bildschirmteilen beenden? Ja, genau. Ich muss das gerade mal hinkriegen. Sehr gut. Ja, vielleicht nutzen Sie einfach dann die Möglichkeit, Ihr Mikrofon wieder einzuschalten. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn Sie auf Teilnehmer klicken, das ist auch unten in der Zeile, dann geht so ein Fenster auf mit allen Teilnehmenden.
Und Sie können unten auf die blaue Hand einfach mit dem Cursor draufgehen. Bei Ihnen, wenn die Teilnehmerliste aufgeht, taucht auch unten so eine blaue Hand auf. Und drücken Sie einfach da drauf, dann sehe ich oder sehen wir, wer hat sich gemeldet. Und wir nehmen dann die Person dran. Dann müssen Sie einfach nur noch Ihre Stummschaltung, Frau Schäffer hat das schon gemacht und könnte dann auch schon die erste Frage stellen. Hallo, Frau Schäffer. Ja, guten Tag, Herr Pechmann. Ich bin Journalistin und schreibe über das Impfen, über die Ängste ums Impfen. Und mich würde einfach interessieren, Sie haben ja schon gesagt, Sie werden mit vielen Fragen konfrontiert. Wie ist denn so, was würden Sie sagen, kann man es vielleicht in Prozent ausdrücken? 50% der Leute sind eher skeptisch oder ist die Mehrheit doch eher optimistisch und will sich auch impfen lassen? Wie ist also das Stimmungsbild? Können Sie das einschätzen in Ihrer Praxis? Ja, in der Praxis kann ich das sehr gut einschätzen. Interessanterweise auch durch die Impftätigkeit, die ich jetzt schon mitmachen durfte. Ich möchte dazu ganz klar sagen, mitmachen durfte. Tatsächlich, in die älteren Leute möchten unbedingt geimpft werden. Ja, ganz klar. Und bei den jüngeren Leuten sind genau die Fragen, die ich vorhin vorgestellt habe, gerade was so Schwangerschaft angeht, immer erstmal so eine Sache, die ich beantwortet oder die sie beantwortet haben möchten. Ich finde schon, und das habe ich auch selber im Gespräch in der Familie gehabt, meine Frau hat gesagt, ja, Christian, du kennst dich da aus, du bist Mediziner, du weißt, was das ist. Du musst auch die Leute verstehen, die eigentlich keine Ahnung haben von diesen Impfstoffen, dass die erstmal skeptisch sind. Und es ist jetzt an uns tatsächlich, die Leute gescheit aufzuklären. Da ist tatsächlich, finde ich, noch viel Luft nach oben, die anständig aufzuklären. Das ist, finde ich, echt ein Problem. Vielleicht, es gibt zwar die Kampagne Ärmel hoch, ja, aber das beantwortet nicht die Frage. Ich denke mal, wenn ich das jetzt in Prozent ausdrücken müsste von den Leuten, die ich bisher gesehen habe, möchten sich sicherlich mehr als 50% impfen lassen. Möchten gerne, klar, immer mit der Frage, sind gleich einfach ein paar Fragen beantwortet und schon sind die Leute dabei. Vielleicht kann ich mich da gerade anschließen. Wie würden Sie es denn einschätzen, dass gerade bei Pflegern und also Menschen, die im medizinischen Kontext arbeiten, da eine Zurückhaltung ist? Tatsächlich ist da auch das Problem der Unwissenheit. Habe ich selber auch im Freundeskreis erlebt. Dass die Angst besteht, dass dieser Impfstoff macht irgendwas und ist nicht richtig erforscht. Und das wird leider nicht kommuniziert. Tatsächlich ist bei Profis in Pflegeberufen, denkt man auch erstmal, Menschenskinder, ich kenne mich da natürlich mit Impfen aus und bin da oft dabei, aber die Impfstoffe kenne ich halt schon seit 10, 20, 30 Jahren, solange ich lebe, den kann man vertrauen, das ist was ganz Neues. Ich betone das, es ist wirklich wichtig und das ist unser aller, die sich in der Impfung beteiligen, auch wichtig von der Politik aus, dass wir da wirklich den Leuten so ein bisschen die Angst nehmen. Es wird mit viel Mühe daran gearbeitet, die Leute mit diese Ängste zu nehmen, aber da muss noch was getan werden. Ja, die Pflegenden haben auch die gleichen Fragen und die gleichen Ängste. Es sind meistens auch jüngere Leute, wo die Familie immer auch eine ganz große Rolle spielt. Und ich sehe es von Kollegen, die auf den Intensivstationen arbeiten, die lassen sich definitiv impfen, weil die gesehen haben, wie schlimm das endet, ja, und wirklich schrecklich endet. Ich habe selber erlebt, habe auch mal auf der Covid-Station im März und im April gearbeitet und auch im Juni. Das sind schon Bilder, die man da sieht, das ist schon schwierig auch zu ertragen. Und jetzt ist es besonders schlimm. Die lassen sich definitiv impfen. In der Altenpflege ist es natürlich so, dass die Leute sagen, ja, ich weiß nicht so richtig, was ich da machen soll. Deswegen bitte ich doch tatsächlich darum, auch wenn ich war jetzt selber gerade beim Hausbesuchen in einer Pflegeeinrichtung in Vellmar, wenn mich da jemand fragt, beantworte ich die Fragen und versuche, die Ängste zu nehmen. Ich würde da gerne einhaken. Hallo erstmal von mir. Aus der Praxis, es ist tatsächlich immer so bei den Pflegekräften, man hat immer so ein paar Wackelkandidaten. Und die meisten lassen sich durch das Beratungsgespräch beim Arzt dann doch überzeugen, weil genau diese Unwissenheit eben durch die Fakten dann doch beseitigt werden kann.
Und am Ende sind eigentlich alle froh, dass sie es dann gemacht haben. Mhm. Von daher passt absolut. Ich habe gesehen, dass Herr Schweriner sich vorhin gemeldet hat. Ich weiß nicht, ob Sie auch noch eine Frage haben. Ja, ich habe im Prinzip vielleicht ein bisschen andere Frage. Sie sprachen von tot und lebendigen Impfstoffen. Ja. Warum gibt es in gewisse, also wenn man von lebendigen Impfstoffen spricht, dann hat das immer so eine so gefährliche Touch. Und das wurde sehr wenig, ich habe das sehr verfolgt. Zum Beispiel, Sie haben das jetzt gesagt, dass diese mRNA-Impfstoffe, diese neue, die sind eigentlich tote Impfstoffe. Ja. Das ist nie richtig kommuniziert. Ich habe das nie vorher kommuniziert gehört. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, dass das nie kommuniziert worden ist. Und meine Frage ist dann, warum gibt es diese beiden Typen von Impfstoffen? Ich glaube, bei Masern gibt es nur lebendige. Kann man das nicht anders machen oder warum gibt es das? Das kann ich nicht genau beantworten, warum man das nicht bei Masern nicht anders machen kann. Sie kennen es vielleicht noch von der Impfung gegen Kinderlähmung, Polio, kennen wir alle noch früher in der Schule, haben wir alle gestanden in der Reihe und dann haben wir auf dem Zuckerwürfel so Tropfen bekommen. Eigentlich wussten wir gar nicht, was das ist. Unsere Eltern haben irgendwas unterschrieben und dann hatten wir alle diesen Polio-Impfstoff gehabt. Das war die Kinderlähmung. Da gab es das nur als, das war ein Lebendimpfstoff. Okay. Die neuartigen Impfstoffe, wie wir zum Beispiel jetzt Kinderlähmung impfen, der ist ein Totimpfstoff. Das muss technische Gründe haben. Das hat was damit zu tun mit der Immunantwort, weil wir wissen, dass man bei manchen Viren eine bessere Immunantwort hat. Bei Lebendimpfstoff, in dem Fall Masern, Mumps, Röteln. Ich habe auch erst vor kurzem selbst in meinem Impfpass geguckt. Deutschland sucht einen Impfpass. Habe da reingeguckt und habe es im Schrecken festgestellt, Mensch, du bist ja nur einmal Masern geimpft. Ich bin 1980 geboren worden. Da war das normal, dass man nur einmal geimpft hatte und alle, die vor 1973 geboren wurden, die brauchten gar nicht mehr geimpft worden, weil man davon ausging, dass die Masern hatten. Und man weiß, wenn man dann Masern hatte, dann ist man lebenslang immun. Das Problem ist, dass Masern halt eine schwerwiegende Erkrankung ist. Und der Begriff Kinderkrankheit, den gibt es nur in Deutschland. Den gibt es im englischen Sprachraum gibt es das überhaupt nicht. Ne? Das gibt es nur bei uns. Und diese Krankheiten sind keine Kinderkrankheiten. Dem müssen wir uns auch immer bewusst sein. Und mit dem neuartigen Impfstoff, das ist nochmal eine ganz spezielle Sache. Da impft man den Bauplan. Aber das wird noch erklärt. Ja, da impft man nur den Bauplan. Genau dazu ist noch eine weitere Frage gekommen, und zwar an den Experten. Welches ist der Unterschied zwischen dem mRNA-Impfstoff von BioNTech und dem von Moderna, außer dass der von Moderna nicht so empfindlich ist? Gibt es da einen Unterschied, den man erklären könnte zwischen diesen beiden Impfstoffen? Die Frage würde ich gerne weitergeben dann an unsere Apotheker. Ja, die wissen das besser. Ich weiß auch nur, das ist das Wissen, was ich habe, dass die sich großartig gar nicht unterscheiden. Tatsächlich von der Technik her sind die ähnlich, aber das Genaue, das kann ich nicht erklären, das weiß ich nicht. Tim, magst du was dazu sagen? Ja, kann ich gerne machen. Genau, also wie schon von Herrn Dr. Pechmann erläutert, die grundsätzliche Funktionsweise ist erstmal die gleiche. Es sind beides die mRNA-Impfstoffe. Nur ist natürlich, jeder Hersteller hat natürlich einen ganz anderen Prozess, bis überhaupt dieser Impfstoff fertig ist, also bis überhaupt diese mRNA isoliert bzw. nachgebaut wurde. Und da ergeben sich dann natürlich auch Unterschiede auch in dieser Stabilität. Da geht wahrscheinlich auch die Frage wegen dem einen minus 70 Grad kühlen und den anderen nur bei minus 20, würde ich jetzt mal schätzen. Das sind aber, wie gesagt, es gibt leichte Unterschiede in der Zusammensetzung, vielleicht auch, was für Zusätze dazugegeben werden, dass es stabiler gemacht wird. Das sind aber alles firmeninterne Geheimnisse. Also die zählen halt alle zu dem Produktionsprozess und die unterliegen ja erstmal dem Patentschutz. Das liegt keine Firma offen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich darauf noch eingehen kann, dass sich die Stabilitätsdaten im Laufe der Zeit verändern. Dass wir vielleicht, könnte ich mir vorstellen, in einem halben Jahr sagen, dass die beide bei einer ähnlichen Konstitution verwendet werden können. Ich denke, Pfizer und BioNTech wollten einfach total auf Nummer sicher gehen, weil das doch eine relativ instabile Geschichte ist und sagt, wir machen minus 70 Grad, da kann auf keinen Fall was passieren. Da kommt der Impfstoff definitiv sicher im Impfzentrum an, damit wir gleich loslegen können. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Folgefrage stellen.
Ja. Es geht um, ich weiß auch in meinem Bekanntenkreis, dass sehr viele Angst haben für diese Impfung, weil die haben eine Erinnerung, ich glaube, das war bei der Schweinegrippe und so, wo ein Impfstoff kam mit so einer Art von komischen Booster oder ähnliches, der sehr viel Nebenwirkungen gehabt hat. Und die sagen immer so, ja, wir wissen ja nicht, was in diese Impfstoffe drin sind, vielleicht sind es solche ähnliche Art von Boosters drin und wir werden ganz komisch davon. Das ist auch irgendwie, was vielleicht offen, also mehr offen diskutiert werden, weil ich glaube, sehr viele führen ihre Ängste auf diesen Impfstoff zurück, was damals passiert ist. Genau, also zu der Frage nach Boostern, also Impfverstärkern, die sind erstmal nicht vorhanden in diesem mRNA-Impfstoffen. Was da mit der Zusammensetzung unterschiedlich sein kann, ist dann eher, wie die verpackt sind. Also die mRNA muss ja geschützt werden, die ist an sich ja sehr instabil. Das heißt, die sind in Lipidkügelchen, ganz, ganz kleine Lipidpartikel eingepackt. Die haben also eine Fetthülle. Und wie diese Fettschicht aufgebaut ist, darin unterscheiden sich eben die beiden Impfstoffe auf jeden Fall. Und das kann natürlich auch zu unterschiedlichen Stabilitätsdaten führen. Genau, aber wie gesagt, da jetzt ein Impfverstärker, es ist auch kein Konservierungsmittel dabei oder eben diese Impfverstärker wie Thiomersal war ja da zum Beispiel, ne, oder auch aus Konservierungsmittel, das ist alles nicht da drin enthalten. Es gibt im Chat eine Frage, das wird sich ja auch da ein bisschen sogar anschließen, an die Frage von Herrn Schweriner, wie ist das, wenn jemand Colitis hat und auch schon Injektionen bekommt mit Stelara, wirkt das sich mit der Impfung, gibt es da ein Zusammenspiel, muss man da vielleicht auch sogar mit Allergien rechnen? Also die Frage nach Allergien kann ich da beantworten. Da muss man großartig keine Angst haben, aber dieses Stelara wirkt ja immunsupprimierend und dementsprechend muss man ganz individuell gucken, wie aktuell die Immunsuppression ist. Man kann tatsächlich unter Immunsuppression impfen, weil es ja ein Totimpfstoff ist. Er gefährdet also nicht, er kann jetzt nicht krank machen, aber das größte Problem ist, dass der Körper einfach keine Antikörper aufbaut, weil das Immunsystem supprimiert ist. Ich wollte gerade Herrn Horn beschreiben. Das ist immer wieder eine Frage bei Immunsuppression. So geht es auch bei Patienten, die mit Prednison behandelt werden oder mit Cortison. Wenn man da über einer gewissen Milligrammzahl, in dem Falle 20 Milligramm, sollte man. Bringt es erstmal nichts. Ja. Bei lebenden Impfstoffen ist es kontraindiziert, aber das spielt hier keine Rolle. Und bei Patienten, die aufgrund von Autoimmunerkrankungen, nehmen wir jetzt mal als Beispiel HIV an, da müsste man eine spezielle Zellen messen, das sind dann CD4-positive Zellen, die müsste man erstmal im Blut messen, um zu gucken, wären die überhaupt möglich, könnten die überhaupt eine Immunantwort erzeugen. Was auch noch eine Rolle spielt bei Lebendimpfstoffen, dann darf man ab einer gewissen Zahl die überhaupt nicht verimpfen. Ja. Und in seinem Falle, das muss man gucken, wie viel sie jeden Tag oder wie oft sie halt die Injektionen bekommen und wie ihre aktuelle Immunlage ist. Dann würde ich das tatsächlich mit dem Impfarzt beziehungsweise erst nochmal mit dem Hausarzt besprechen. Ich meine, es gibt natürlich jetzt unendlich viele Vorerkrankungen oder andere Wechselwirkungen. Die Frage ist, ab wann wird es denn für die Bevölkerung möglich sein, dass man sich entscheidet, wähle ich jetzt diesen Impfstoff oder einen anderen, sodass man eigentlich aufgrund von Vorerkrankungen eine Auswahl treffen müsste, also in einem individuellen Beratungsgespräch. Der Ton ist weg. Ja, also die individuellen Beratungsgespräche, also aussuchen, nach dem, was ich jetzt gelesen habe, in dem letzten Bericht vom Robert-Koch-Institut, wird man erstmal das nächste halbe Jahr, wird man sich das nicht aussuchen können. Ne? Das heißt, man bekommt eine Impfeinladung und wenn man dann durchkommt und das alles funktioniert, das ist alles mit technischen Schwierigkeiten aktuell verbunden, aber wenn man dann einen Impftermin hat, dann sollte man den wahrnehmen und ich kann eigentlich allen versichern, dass es
völlig, jetzt ich sage es auf Nordhessisch, wurscht ist, ob ich mich mit dem oder mit dem anderen Impfstoff verimpfen lasse. Der eine ist nicht besser und der andere ist nicht schlechter. Die haben nur, die einen, die jetzt verimpft werden, haben die wirklich sehr, sehr schwierig oder benötigen die sehr schwierige Infrastruktur, die bereitgestellt werden muss. Und die noch in der Zulassung stehenden aktuell, das werden dann die bei den Hausärzten landen werden. Wann wir die kriegen, wie viel wir davon kriegen, das steht noch in den Sternen, das wissen wir nicht. Wir müssen erst mal sehen, dass wir genügend Leute erst mal so impfen. Das kann man nicht genau beantworten. Mhm. Momentan ist das Schwierige, weswegen auch eine Auswahl, ja, man kann vielleicht sich was wünschen, aber wir können dem einfach nicht nachkommen, weil wir freuen uns über jede Impfdose, die wir bekommen. Momentan haben wir ja 2 zugelassene, die dritte wird wahrscheinlich dann demnächst auch kommen. Wir wollen wirklich schauen, dass wir so schnell wie möglich, so viel wie möglich der Menschen geimpft bekommen, damit wir die Herdenimmunität irgendwann schaffen. Und erst dann, wenn die Hersteller alle sagen, jo, die Bänder laufen auf Hochtouren, wir haben Kapazitäten, dann wird es die Möglichkeit mit Sicherheit dann auch geben, dass man sagt, ich möchte den oder diesen. Ja, vielen Dank. Es war noch eine Rückfrage, glaube ich, im Chat. Genau, da ging es nochmal um die, Bezeichnung der Zellen, die gezählt werden bei Autoimmunerkrankungen. Sie hatten das vorhin gesagt, Herr Pechmann, es war nochmal die Frage, wie heißen diese Zellen? Nicht bei allen Autoimmunerkrankungen muss man das zählen. Hier geht es natürlich auch die Frage, es gibt ja Menschen, die haben eine rheumatische Erkrankung, da zählt man jetzt nicht die CD4-positiven Zellen. Wichtig ist das bei HIV-Patienten. Da muss man die CD4-positiven Zellen zählen. Das machen spezielle Zentren, beziehungsweise kann man das auch. Das sind spezielle Testverfahren, die sehr aufwendig sind. Meistens können oder machen sowas dann auch Ärzte, die in der HIV-Therapie involviert sind, die Leute mit den jeweiligen Medikamenten versorgen. Da kann man dann gucken, kann man Blut abnehmen und kann dann die CD4-positiven Zellen zählen und kann dann gucken, ob ich impfen kann, darf und ob es überhaupt einen Sinn hat. Ja. Aber das hat mit den anderen Immunerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, wie jetzt chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder rheumatische Erkrankungen nicht so viel zu tun. Da ist wichtig, was die Medikamente, wie stark die Immunsuppression ist und ob das überhaupt einen Impferfolg hat. Ja, wenn es jetzt keine aktuellen Fragen mehr zu Herrn Pechmann gibt, dann würde ich gerne weitergeben zu unseren beiden Apothekern, die jetzt in Calden verantwortlich sind. Sie drei kennen sich ja aus den mobilen Impfteams bereits und insofern ist es eigentlich auch sehr schön, dass wir da die Staffel weitergeben können. Genau, ich würde einmal noch kurz vorher was sagen und die beiden vorstellen. Das ist der Christian Heckmann, der jetzt auch schon einiges im Chat gesagt hat, und die Kim Lisa Völkel. Die beiden sind normalerweise tätig in der Postapotheke in Kassel, aber seit Dezember freigestellt für das Impfzentrum in Calden. Und werden uns jetzt noch mal einiges zu... Da haben wir jetzt schon ein bisschen was gehört, dass das ein Totimpfstoff ist, aber eben doch ein besonderer. Und die Frau Völkel wird uns noch mal was zu dem Wirkmechanismus erklären. Und das Schöne ist, die beiden sind jetzt direkt auch vor Ort im Impfzentrum, in dem Bereich, wo der Impfstoff zubereitet wird. Wir werden einige Bilder sehen und die werden uns auch mit der Kamera einmal durch diesen Bereich des Impfzentrums führen. Ich bin schon ganz gespannt und bitte dich, Kim, einmal deinen Vortrag zu starten. Genau. Vielen Dank, Silke. Ich versuche gerade mal meinen Bildschirm freizugeben. Ja, also die Forschung zu mRNA-Impfstoffen, die läuft schon länger in unterschiedlichen Einsatzgebieten. Im Prinzip haben wir jetzt das erste Mal einen zugelassenen Impfstoff ein zugelassenes Präparat, das sich eben dieser Technik bedient. Wie sind so die Grundzüge der Produktion? Also Sie sehen schon, wir haben hier links den Coronavirus abgebildet mit eben den spezifischen Spike-Proteinen. Und in dem Virus ist eben in dem Erbmaterial, im Genmaterial des Virus, ist natürlich eine Sequenz, die eben für diese Spike-Proteine kodiert, also die eben eine Bauanleitung dafür hergibt. Und diese Bauanleitung, die wurde jetzt eben aus diesem SARS-CoV-2-Virus entnommen, beziehungsweise
nachgebaut im Labor und dieses Stück Bauanleitung für eben nur diese Spike-Proteine, das ist jetzt unser Impfstoff. Wie schon vorhin gesagt, eine mRNA ist sehr, sehr instabil. Sie braucht eigentlich immer den Schutz einer Zellhülle. Das heißt, auch als Impfstoff, damit er überhaupt verimpfbar ist, überhaupt wirken kann, müssen wir die mRNA schützen. Und das wird, wie gesagt, eben durch diese Lipid-Nanopartikel gemacht, also ganz kleine Fettkügelchen. Und diese Fettschicht, die simuliert im Prinzip diese schützende Zellhülle. So. Genau, damit kriegen wir die mRNA in eine mehr oder weniger stabile Form, dass sie eben verimpft werden kann. Wenn sie dann eben im Körper angekommen ist, diese kleinen Lipidkügelchen, dann können sie in die Zelle eindringen und die mRNA wird eben in das Zellplasma von Muskelzellen aufgenommen. Aber wie gesagt, nur in das Plasma, der Zellkern mit der DNA, der ist auch mal, wo die DNA drin ist, extra geschützt. Da kommt auch nicht so einfach irgendwas rein und eine mRNA schon mal gar nicht. Genau, also die mRNA wird dann eben im Plasma, also in der Zelle von den zelleigenen Mechanismen wird diese Bauanleitung abgelesen und eben das Spike-Protein, das Coronavirus, in den körpereigenen Zellen nachgebaut. Und das wird dann eben abgegeben von der Zelle, gelangt also in den Körperkreislauf und so kann eben das Immunsystem darauf reagieren. Ich würde das gerne ein bisschen bildlich erklären. Ich habe das so unseren Verwaltungsangestellten hier im Impfzentrum erklärt, den Wirkmechanismus. Ich habe das folgende Beispiel gewählt. Stellt euch vor, ihr seid in einem Großraumbüro, jetzt ist Winter draußen, der Putzdienst kommt einmal die Woche und draußen ist ja auch gestreut und es ist dreckig und der Chef kommt um die Ecke und sagt, hier, ihr kriegt jetzt von mir das und das müsst ihr bitte machen. Es muss überall ein Aushang entstehen, Füße abtreten, damit es hier im Haus nicht dreckig wird. Dann fangen alle Verwaltungsangestellten fleißig an zu schreiben, weil sie haben eine Kopiervorlage vom Chef bekommen und hängen überall Aushänge aus. Diese Aushänge hängen für circa 2 Wochen. Der Aushang wäre unser Protein, was wir präsentieren, damit jeder, der reinkommt, sieht, ach scheiße, Füße abtreten bitte, damit drin die Büros nicht dreckig werden. Nach den 2 Wochen, so ist es mit unseren Zellen auch, wenn die Zelle erneuert wird, ist unser Antigen, was wir präsentieren, nicht mehr da. So ist das mit dem Aushang auch. Die Aushänge in so einem Großraumbüro, nach einer gewissen Zeit wird das schwarze Brett ja geleert. Aber die Leute, die im Büro arbeiten, wissen das. Und wenn ein neuer Kollege kommt und sagt, hier, was ist denn hier, was muss ich beachten? Dann wissen alle, die da vorher schon gearbeitet haben, vor 2 Wochen, hier, du musst dir die Füße abtreten. Ne? Wir wollen hier kein dreckiges Büro haben. So ganz einfach erklärt, damit man ungefähr weiß, diese mRNA ist wirklich nur eine Information, die weitergegeben wird, die nicht für die Dauer da ist, sondern nur ein kurzer Impuls, Mensch, jetzt muss bitte was gemacht werden, um aktiv zu werden. Und die Impfung könnte man sich jetzt so vorstellen, dass vielleicht in die Firma ein externer Berater kommt und sagt, Mensch, hier, guck mal, wie dreckig das bei euch ist. Guck doch mal, schreibt doch mal eine Anleitung, liebe Mitarbeiter, damit ihr morgen hier ein sauberes Büro habt. Ganz einfach erklärt. Ja, super, vielen Dank. Ich glaube, das ist sehr deutlich geworden. Genau. Da wir uns ja gerade im Impfzentrum finden, würden wir vielleicht auch einfach mal weitermachen, wie das eben hier bei uns momentan abläuft. Wie Sie ja schon gehört haben, logistisch ist der Aufwand, der Bevölkerung die Impfung anzubieten, wurde ja eine enorme Logistik aufgezogen. Und momentan hat unser Impfzentrum ja noch nicht geöffnet hier im Landkreis Kassel. Aber wir sind natürlich seit Ende Dezember ganz fleißig im mobilen Impfen unterwegs. Und hier übernimmt eben die Zubereitung dieses Impfstoffes, übernehmen bei uns eben pharmazeutisches Personal. Und auch die fahren dann immer mit den mobilen Impfteams raus vor Ort ins Heim. Und dort wird eben der Impfstoff aufgezogen für die Heimbewohner. Und wir haben da eben einen LKW umgebaut. Und das ist eben unsere mobile Apotheke, wie ich sie immer so schön nenne. Und ja, vielleicht kann Herr Heckmann dazu noch ein bisschen mehr erzählen. Er ist nämlich jeden Tag damit unterwegs, da er dieses Gefährt nämlich auch selber fahren darf. Das ist Doppelfunktion. Ja. Also uns war es im Vorhinein wichtig, wir das tolle, wirklich nochmal Kompliment hier an das Team vom Landkreis und an Herrn Siebert,
als Leiter der ganzen Geschichte. Wir sind seit Tag 1 der Planungen fast mit involviert. Und als dann die Fachinformation kam, wo es hieß, man möchte bitte aseptisch arbeiten, haben wir uns gedacht, wir können das eigentlich von den Einrichtungen, wo wir hinfahren, nicht erwarten, dass die uns eine Umgebung stellen, wo das uneingeschränkt möglich ist. Und da haben wir gedacht, ja, dann nehmen wir unsere Apotheke eben einfach mit. Und ja, wir wollen auch ein bisschen Platz haben, weil wir müssen uns den ganzen Tag im Zweifel auf dieser, in der Apotheke bewegen. Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen einen LKW. Ja, drück doch mal eins weiter. Genau, so, da sieht man das Innenleben des LKWs. Wir gehen auch gleich mit der Kamera noch rein. Das Wichtige ist, was wir natürlich brauchen, ist ein Kühlschrank, damit wir unseren Impfstoff auch gekühlt bei 2 bis 8 Grad an den Zielort bringen und dort auch weiter halten können. Das Schöne an dem Kühlschrank ist, der hat auch eine Überwachung, während er keinen Strom hat. Das heißt, er hat eine kleine Notstrombatterie dabei, die die Fahrzeiten immer abdecken und zeichnet dann auch auf. Das heißt, der Impfstoff ist immer temperaturüberwacht, egal was passiert. Dieser Kasten dahinter, ich denke, das zeige ich gleich auch auf dem Video, das ist unsere mobile Werkbank, praktisch unsere kontrollierte Umgebung, in der wir dann aseptisch arbeiten können. So, es hat sich gerade aufgehängt online. Dann machen wir das so. Kannst du Christian gerade noch mal erklären, was aseptisch bedeutet für die, die das, den Begriff nicht kennen? Ganz einfach ausgedrückt, möglichst keimfrei. Denn wir stellen ja einen Impfstoff her, der wird injiziert, zwar nur in den Muskel, aber trotzdem bringen wir eine fremde Substanz ein. Und gerade wenn wir uns über die Impflinge, ist ein blödes Wort, aber es heißt Impflinge, der Priorität 1 anschauen, das sind ja teilweise stark gefährdete, auch immunsupprimierte Patienten. Und da möchten wir natürlich ungern vielleicht einen Umgebungskeim mit einbringen, der dann hinterher vielleicht eine schwere Erkrankung mit sich bringt, neben der Impfung. Super, danke. Ja, das ist, Herr Pechmann, da waren wir zusammen unterwegs. An dem Tag war es sehr winterlich, da kann man nochmal die nordhessische Berglandschaft bewundern. Das ist so unser Ausblick, unser täglicher aus der Apotheke bei der Arbeit. Und da ist die Kollegin am Herstellen, damit man nur mal einen ungefähren Eindruck hat. Also wir sind auch dort einigermaßen verkleidet. Man muss die Haare bedecken, Handschuhe müssen natürlich getragen werden und ein Kittel, damit man von der eigenen Kleidung dort nichts einbringt. Da sieht man, wie die Kollegin den Impfstoff aufzieht. Und das war unsere erste Dosis. Da waren wir ganz stolz. Die erste Impfung, die wir hergestellt haben, ja, das war am 27.12. Haben wir noch was oder ziehe ich die Jacke an? Ja, ich würde, das nächste Bild ist aus dem Rheinraum, deshalb würde ich sagen, erstmal LKW begutachten in live. Upsiwups. So, und wir verlassen jetzt die Tür der Apotheke und gehen nach draußen. Das ist deshalb ganz gut, wenn Sie oben rechts auf Ansicht gehen, dann die Galerieansicht, ja, auf die Sprecheransicht einzustellen, dann sieht man ein größeres Bild. Wenn Sie das auf Ansicht mit dem Mauscursor gehen, dann taucht auf Sprecheransicht, Galerieansicht, Vollbildmodus. Gehen Sie mal auf Sprecheransicht, dann müssten alle Ihre Mikrofone ausschalten und dann hören wir nur noch Herrn Heckmann und wir haben dann ein größeres Bild. Okay. Also ich mache jetzt mal für uns Licht an dem LKW. Also es ist ein tatsächlicher LKW, der auch groß und wie halt so ein LKW ist. Und damit wir jetzt sehen, was wir tun gleich im LKW, habe ich es etwas beleuchtet. So, der LKW ist schon vorbereitet für morgen. Ich habe nur für jetzt mal die Werkbank in Betrieb genommen, damit wir das auch sehen können. Also das ist das Verbrauchsmaterial, was wir dabei haben für die Ärzte-Teams. Die brauchen Handschuhe, die brauchen Tupfer, die brauchen Desinfektionsmittel. Das haben wir dort in den Kisten und das holen die sich dann morgens, bevor es losgeht, immer bei uns am LKW ab. Hier auf dem Tisch ist normalerweise unsere Arbeitsfläche mit der EDV. Dort drucken wir die Etiketten, die dann mit den Impfungen zusammen zur Verwaltung rausgehen. So, hier kommen wir der Geschichte schon näher. Hier ist unser Kühlschrank. Wie man hier auch sehen kann, der Temperaturverlauf ist seit dem 15.01. Wir lesen den regelmäßig aus. Man kann den, wie man hier sieht, mit dem USB-Stick ablesen und dann eine PDF erstellen. Und dann haben wir ein schickes Diagramm, was dabei rauskommt. Innen drinne natürlich Kühlschrank. Und hier unter Schaumstoff, damit er während der Fahrt auch nicht durch die Gegend hüpfen kann, liegt normalerweise dann unser Schächtelchen, wo die Dosen drin sind. Also die Impfdosen, die Vials. Und das, was hier so ein bisschen rauscht, das ist unsere Werkbank.
damit man davon mal einen Eindruck hat, ist es praktisch ein großer Ventilator, der hier auf dieser Ebene praktisch einen Luftschleier erzeugt, damit von außen keine Partikel hineingekommen können und wir unter der Werkbank sauber arbeiten. Das ist unsere Arbeitsunterlage, die uns BioNTech zur Verfügung gestellt hat. Und nochmal verbildlicht, damit man es nicht vergisst, die Arbeitsschritte dargestellt sind, die wir durchgehen müssen. Ja, und wenn wir dann hier fleißig hergestellt haben, dann ist mir auch immer ganz wichtig, dass der Impfstoff vernünftig zum Patienten und zum Arzt kommt. Daher haben wir diese schicken Transportboxen gebastelt. In den Spritzen ist nichts drin. Ich finde sie nur zur Veranschaulichung schön. Die Spritzen werden so aufgezogen und dann hier hineingelegt, damit sie auch wirklich beim Transport nicht gegeneinander donnern können, sondern sie haben wirklich ihre eigene Position und werden dann abgestellt und durch den Schaumstoff auch die Erschütterung des Abstellens minimiert. Und Herr Heckmann, werden Sie jetzt 5 oder 6 Impfungen aufziehen aus einer Verpackung? Das ist eine gute Frage. Seit letzter Woche Freitag ist es uns erlaubt, dass wir die 6. Dosis ziehen. Es ist aber ganz wichtig dabei, weil es wird am Ende schon knapp. Also ist es, das Weil ist bis auf fast den letzten Tropfen entleert. Wir unterhalten uns immer darüber, dass sowohl die 0,3 Milliliter in der Spritze gefüllt sind, als auch die komplette Kanüle. Weil wir immer von einem sogenannten Totvolumen sprechen, denn wenn wir hier die Spritze entleeren, dann bleibt immer ein gewisser Rest in der Kanüle. Und das muss bedacht werden, damit wirklich die kompletten 0,3 Milliliter im Patienten ankommen. Sonst hätten wir ihn unterdosiert. Und von daher, wenn bei der 6. Dosis das nur 0,29 Milliliter werden, dann ist das keine 6. Dosis, sondern dann ist es zu verwerfen. Ne? Das muss wirklich einwandfrei vom Apotheker dokumentiert und klargestellt werden. Ja. Da es hier draußen ziemlich kalt ist, gehe ich jetzt wieder rein. also wir haben, um das zu verdeutlichen, tagsüber auch maximal durch unsere Heizung 10 Grad im LKW. Also es ist schon recht frisch, aber das nehmen wir gerne in Kauf, damit der Impfstoff wirklich einwandfrei hergestellt wird. So, jetzt, das ist unsere Apotheke. Da hinten sitzt auch die Frau Pöckel. Wir sind heute zusammen hier. Hier lagert alles Mögliche, was uns vom Land zur Verfügung gestellt wird, an Verbrauchsmaterial, was wir brauchen, um die Teams zu versorgen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in den Reinraum, in das Herzstück unserer Apotheke. Der Reinraum ist natürlich mit Transponder gesichert, da haben nur wir Zugang, weil wir uns natürlich hier um ein Hochrisikoprojekt, ja darum geht es ja einfach, die Polizei hat auch gewisse Auflagen aufgestellt, damit hier nicht jeder reinläuft, weil der Impfstoff natürlich momentan sehr begehrt ist auf der Welt. Und ich würde jetzt sagen, da es da drinnen sehr rauscht, ich gehe mit der Kamera vor und die Frau Pöckel erzählt nebenbei. Ja, das ist eine gute Idee. Genau, so jetzt muss ich nur gucken, was Christian ja gerade zeigt. Wo ist er denn? Hier muss ich mir ja selber mal angucken. Genau, also Sie sehen hier, ist es noch etwas größer aufgezogen. Gerade wenn man auch bedenkt, dass wir in Hochzeiten 1200 Patienten hier impfen sollen. Das ist halt schon eine andere Hausnummer. Und genau, also haben wir uns entschieden, einen mobilen Reinraum hier reinzubauen. Das ist ein Mietreinraum, ist einfach ein Stecksystem im Prinzip. Aber ganz wichtig ist eben die Frontseite. Genau. Das ist komplett eine Wand mit HEPA-Lüftern, mit HEPA-Filtersystem. Die Luft wird von außen angesaugt und eben durch diese Filter gepresst. Und so wird eben dieser ganze Raum mit partikelfreier Luft gespült. Alle Partikel, die daran in irgendeiner Weise entstehen können, weil man zum Beispiel daran arbeitet, eine Person trägt immer Partikel mit ein, die werden dann eben sofort durch auch diese gerichtete Luftströmung herausgespült. Das ist eben unser Hintergrund, der kontrollierte Hintergrund für die Werkbänke, die wir hier genau sehen. 2 Stück haben wir jetzt schon aufgestellt. Wir können noch aufrüsten auf eine dritte Werkbank, die ist auch schon vorhanden. Genau. Und die Werkbank funktioniert eben ähnlich wie auch die in der mobilen Apotheke. Auch hier wird die
es war schon kontrollierte Raumluft, wieder eingesaugt und eben nochmal filtriert durch einen HEPA-Filter. Und da haben wir eben auch dann diese gerichtete Luftströmung in den Arbeitsbereich, der einfach eine, ja, wie eine Wand fungiert, dass eben keine Partikel von außen eindringen können, aber auch alle entstehenden Partikel eben im, im Arbeitsbereich, die eben einfach durch, durch Bewegung entstehen können, kontrolliert eben ausgetragen werden. Genau, und so haben wir eben diese kontrolliert aseptischen Bedingungen. Wir arbeiten so gut wie, also arbeiten partikelfrei. Das kontrollieren wir auch eben mit dem Partikelzähler. Den sieht man da unten, dieser Kasten, der immer unten unter den Werkbänken steht. Genau, ist eben mit einem Schlauch eben in die Werkbank. Dort wird eben die Luft angesaugt, während man arbeitet. Und eben wirklich jeder Partikel eben in den definierten Grenzen, wie es eben nach GMP Reinraumklasse A gefordert ist, gezählt. Und da gibt es eben bestimmte Grenzwerte. Und genau, wir kontrollieren also damit, dass diese Werte zu keiner Zeit der Herstellung überschritten werden. Genau. Das heißt, Sie sind gut vorbereitet, wenn das große Impfen losgeht, sozusagen jetzt als Vorbereitung in diesen mobilen Impfteams im Kleinen, aber dann sollen ja viele Personen gleichzeitig geimpft werden. Genau, also wir warten nur sehnsüchtig darauf, dass es losgeht. Wir sind bereit, ja. Also das alles Entscheidende, weswegen wir uns für den Rheinraum entschieden haben, ist einfach die ganze Stabilitäts- und Haltbarkeitsfrage. Der Herr Pechmann wird es bestätigen können. Im Mobilen, wo wir nicht im Rheinraum arbeiten, haben wir eine Stunde Haltbarkeit von Anstich des Vials, das heißt der Verdünnungsschritt wird eingeleitet, bis die Impfung vollzogen werden muss. Das erfordert doch ganz schön viel Fingerspitzengefühl und auch eine gute Absprache aller Beteiligten. Und wenn wir hier 1200 Leute am Tag impfen, ist es einfach eine ganz tolle Sache, wenn wir uns die 6 Stunden Haltbarkeit genehmigen, dadurch, dass wir wirklich steril arbeiten. Das ist einfach die explizite Vorgabe und es ist einfach mit der Stunde Zeit, weil man muss ja damit ausgehen, wenn wir wissen, um 14 Uhr kommt der Patient, kann das ja sein, dass der im Aufklärungsgespräch vielleicht eine halbe Stunde dauert, dann ist er vielleicht aufgeregt, muss nochmal zur Toilette gehen. Und wenn wir dann sagen, ja, du hast jetzt noch 5 Minuten, jetzt entscheide ich aber schnell, das ist einfach nichts, was wir haben wollen, sondern wir wollen, dass jeder, der sich hierher kommt, wohlfühlt von Anfang bis Ende und auch die Zeit für seine Entscheidung hat. Und das können wir durch die 6 Stunden sehr gut gewährleisten. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist der Eindruck ist sehr deutlich geworden. Es gibt schon eine konkrete Frage, ob Sie für dieses Projekt noch nicht medizinisches Personal benötigen im Impfzentrum. Prinzipiell ja. Prinzipiell benötigen wir auch viele Verwaltungshelfer. Vielleicht im Moment nicht. Aber spätestens wenn wir genügend Impfstoff haben und der Betrieb hier richtig losgeht. Von daher einfach über das Formular des Landkreises Kassel bewerben und dann wird man vom Impfzentrum auf Sie zukommen. Wunderbar. Dann würde ich an dieser Stelle noch mal fragen, gibt es Rückfragen zu diesem Beitrag jetzt, also genau zu diesem Impfzentrum, gibt es dazu noch spezifische Rückfragen? Ich habe noch was ganz Spannendes, Frau Vogt. Ich glaube, den Ultratiefkühlschrank will jeder noch sehen. Das stimmt natürlich, das stimmt. Ich habe nur so ein bisschen den Blick auf die Uhr. Nein, ich gehe ganz schnell dorthin, mache mein Mikro wieder leise und die Frau Vögel erzählt. Wir sind fertig. Genau, also ja, wir gehen mit dem BioNTech-Impfstoff jetzt mittlerweile relativ entspannt um, da wir jetzt eben einen Ultratiefkühlschrank haben. Das heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, in diesen Thermoversandboxen, in denen der Impfstoff ja durch BioNTech geliefert wird, da auch die Lagerung durchzuführen und eben das mit dem Trockeneis nachfüllen, was ja auch ein Gefahrstoff ist, also auch immer ein Risiko birgt. Das können wir alles umgehen. Wir haben diesen super tollen Ultratiefkühlschrank, der eben seine minus 80 Grad locker schafft. Genau, ist alles unterteilt. Wir haben mehrere Fächer, ist auch super viel Platz und das ist unser bescheidener Impfstoffvorrat. Auch da Kapazität nach oben. Genau, und nebendran sind einfach die normale Medikamentenkühlschränke. Genau, da wird der Impfstoff umgelagert. Er muss ja erstmal auftauen, bevor wir ihn weiter verarbeiten können. Das heißt, wir überführen ihn einfach links aus dem Ultratiefkühlschrank in diesen ersten Kühlschrank. Das ist eben, wie schon dran steht, der Taukühlschrank. Dort kann er über Nacht auftauen und am nächsten Morgen können wir ihn eben mitnehmen,
also in die mobile Apotheke oder hoffentlich dann bald auch eben unter der Werkbank im Rheinraum zubereiten für die Patienten oder die Impflinge, die uns im Impfzentrum besuchen kommen. Dazu gibt es schon eine konkrete Frage von Frau Möller. Ja. Sie müssten Ihre Stummschaltung noch aufheben, wir können Sie noch nicht verstehen. Ja, okay. Jetzt habe ich mich ausgeschaltet. So, jetzt müsste es gehen, ne? Ja. Aber ich habe nicht jetzt zu diesem Impfprozess, sondern vielleicht kann Frau Lauterbach oder Frau Völkel noch, mich würde interessieren, dieser andere Impfstoff von AstraZeneca, der kurz vor der Zulassung steht, der soll ja kein Botenstoff oder Bauplan-Ding sein. Ob das im Grunde ähnlich alles ist, aber der soll ja auch nicht so gut wirken. Und wenn Sie, wie Sie vorhin gesagt haben, man sich das nicht aussuchen darf, ja, also dazu diesem AstraZeneca würde ich gerne noch was hören. Okay, Kim, du oder? Also ich kann erstmal, also die zur Wirkweise könnte ich anfangen, ich weiß nicht, Silke, oder willst du? Nee, egal. Also ich fange mal kurz an. Also der AstraZeneca-Wirkstoff, das Impfstoff, das ist ein sogenannter Vektorimpfstoff, der dann auf den Markt kommt. Also auch ein Totimpfstoff, aber halt eben nicht mit diesen Bauplänen ausgestattet, sondern im Prinzip so, wie wir auch verschiedene andere Wirkstoffe bereits am Markt haben, löst er eine Immunantwort auf bestimmte proteinhaltige Sequenzen dann aus. Und ja, er hat nicht die Wirksamkeit, die Effektivität wie der RNA-Impfstoff, wie die beiden, die es jetzt bereits gibt. Und da muss man gucken, wie man die quasi in der Applikation, in der Verteilung dann einsetzt letztendlich, welche Patienten den bekommen und welche Patienten dann weiterhin auf den RNA-Impfstoff kommen. Aber auch hier wird das Problem sein, einfach die Menge an Impfstoff, die Verfügbarkeit, sodass zunächst am Anfang, wenn der denn auf dem Markt ist, sicherlich keine große Auswahl letztendlich herrscht, ne? Also man kann dann kaum sagen, ich möchte jetzt lieber diesen oder jenen Impfstoff dann bekommen. Also das wird erst zu einem späteren Zeitpunkt und ich rechne vor Herbst eigentlich nicht damit, dass genügend Impfstoff mit den verschiedenen Wirkmechanismen tatsächlich zur Verfügung steht. Genau, noch vielleicht, war ja jetzt die geringere Effektivität, also nur mit den 70% nochmal angesprochen wurde. Also schützt zu 70-73%, glaube ich, sind die aktuellen Daten davor, an Corona zu erkranken. Aber in den Studien hat sich bisher auch gezeigt, dass eben keiner der Geimpften, die sich trotzdem infiziert haben, einen schweren Verlauf gezeigt hat. Das heißt eben, die Sterblichkeit oder eben die Schwere der Erkrankung lässt sich damit schon auffangen. Das vielleicht nochmal als Zusatz. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig bei dieser Entscheidung letztlich, die jeder Einzelne treffen muss. Es gibt im Chat noch Fragen. Uwe, kannst du die vielleicht zusammenfassen oder... Ich sehe in der Sprecheransicht nicht, ob sich noch weitere Hände gemeldet haben. Also es gibt zwei Fragen. Das eine ist eine Frage nochmal zum mRNA-Impfstoff. Da ist die Frage, ist es so, der wurde nur bedingt zugelassen und haften die Hersteller, wie kann man das Vertrauen in diesen Impfstoff erhöhen? Also diese Frage. Und die andere bezieht sich nochmal auf das, was Herr Pechmann vorhin schon mal gesagt hat. Es geht um die Frage, es soll ja günstigere Impfstoffe geben, die dann aber auch vielleicht auch nicht so ein kompliziertes Vorbereitungs haben, die dann aber auch in den Hausarztpraxen verimpft werden können. Ist das so, dass da auch die Verträglichkeit beziehungsweise auch die Wirksamkeit genauso korrekt ist und genauso hoch ist wie bei den anderen? Da hatten Sie ja vorhin schon mal was zugesagt, aber vielleicht können Sie diese Frage doch noch mal beantworten. Es gibt dann noch zwei Fragen. Warum, also lese sie mal kurz vor, warum man bisher nicht die jährlich anzupassenden Grippeimpfstoffe als mRNA-Impfstoffe hergestellt hat. Das ist dann vielleicht noch mal sehr speziell auf dieses Thema Grippe. Impfstoffen. Das andere bezieht sich nur noch mal auf die Frage, ich gucke noch mal,
gibt es Standards für den Aufbau von Zentren, die jetzt quasi erfüllt werden müssen. Die sind aber jetzt sehr speziell, müssen wir mal gucken, wie kurz und die beantwortet werden können, damit wir auch noch mit Blick auf die Uhr zu Frau Sommer kommen. Genau. Die letzte Frage, ich glaube, kann ich relativ einfach beantworten. Es gab seitens des Landes Hessen einen klaren Katalog. Das müsst ihr alles haben. Und das haben wir in Calden alles erfüllt. Jeden einzelnen Punkt. Das war uns am Anfang wichtig, weil wir einfach möchten, dass jeder, der hier arbeitet, der hier sein Engagement und seinen Fleiß einbringt, abends ruhig schlafen kann und sagen, ich habe alles getan, dass die Impfung positiv verläuft. Zu den Impfstoffen, warum Grippeimpfstoff nicht auch mittels mRNA-Technik verimpft wird. Dazu kann ich auch sagen, dass natürlich die Infrastruktur des mRNA-Impfstoffs viel zu aufwendig ist. Er muss halt bei minus 80 Grad oder wirklich tiefst gekühlt erstmal gelagert werden. Das kann keine Hausarztpraxis leisten. Und die jährlichen Grippeimpfungen sind damit einfach gar nicht möglich. Es ist relativ einfach, die alte bewährte Technik mittels Hühnereiweiß Herstellung, die zu benutzen, das geht schnell. Tatsächlich muss man sagen, dass jeder normale Grippeimpfstoff, weil er ein Fremdeiweiß, wenn man ein Fremdeiweiß spritzt, ein viel höheres allergenes Risiko birgt als unser neuer mRNA-Impfstoff. Aber das große Problem, und Sie haben alle gesehen, wie aufwendig die Apotheke dort das alles aufgebaut hat, auch die Impfstraßen, das ist eine Wahnsinnslogistik, die dahinter steckt, um die Menschen adäquat impfen zu können. Das ist für eine Hausarztpraxis und bisher war es auch nicht erforderlich, sowas gar nicht leistbar. Das ist nicht schaffbar. Dann vielleicht zur Frage von Frau Nora R. Das war wegen den günstigeren Preisen, ob die Impfstoffe dann auch genauso sicher und verträglich sind. Also die Sicherheit und Verträglichkeit hat natürlich nichts mit dem Preis zu tun. Denn die Sicherheitsmaßstäbe sind immer die gleichen. Der Preis kommt dann natürlich zustande, wie viel Forschungsaufwand oder wie aufwendig ist der Prozess, der dahinter steht. Das macht dann im Endeffekt den Preis aus. Aber mit Sicherheit und Verträglichkeit, da gibt es keinen Zusammenhang. Noch eine letzte kurze Frage. Da geht es um die Frage, wer entscheidet denn nach welchen Kriterien, wer dann welchen Impfstoff bekommt? Das war ja immer schon so die Frage, man kann sich den Impfstoff nicht aussuchen. Das ist nochmal eine Frage von Astrid jetzt im Chat. Mhm. Also ich will mal so sagen, es ist geplant, dass man irgendwann, wenn es denn genug Impfstoff gibt, bei seiner Terminvereinbarung auch sagt, ich hätte gern ABC. Solange wir aber nicht ausreichend Impfstoff haben, das klingt jetzt etwas plump, aber dann wird der genommen, der da ist. Genau, das heißt, die Kriterien dafür gibt es so auch einfach noch gar nicht, weil wir noch gar nicht an diesem Punkt angelangt sind. Ja, ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, wie mit welchem Engagement und Einzelinitiativen das alles umgesetzt wird. Also, dass es im Prinzip noch nicht das große Ganze gibt, sondern alles ist im Werden. Und wir sind jetzt eben in Originalzeit am Entstehungsprozess einer großen Entwicklung beteiligt und können sozusagen reinschauen, wie im Kleinen etwas umgesetzt wird, was als große Idee angedacht war. Das ist, diese Chance hat man sonst gar nicht zu sehen, wie sowas letztlich im Kleinen realisiert wird, weil es muss ja runtergebrochen werden und da ist Calden natürlich ein Impfzentrum. In Kassel wird es also auch ein anderes geben und natürlich noch viele weitere in Hessen und darüber hinaus, wo uns Leute heute Abend zugeschaltet sind. Wenn es jetzt zu diesen ganz konkreten Fragen keine spezifische Anmerkung mehr gibt, würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, Frau Dr. Sommer mit ins Gespräch einzubringen. Sie ist ja die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion und somit auf der anderen Seite praktisch vernetzt damit, weil all diese Vorgaben, die gemacht wurden, natürlich Ländersache sind. Erstmal von Wiesbaden aus wird vieles entschieden. Und für mich ist natürlich eine Frage, wie die Vernetzung zwischen den Regionen und der Landeshauptstadt denn zurzeit klappt oder wo da Verbesserungsbedarf ist. Also erstmal herzlich willkommen, Frau Dr. Sommer.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Einen wunderschönen guten Abend allen, die heute digital dazugeschaltet sind. Ja, ich komme aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, also ein Stück weit von Hof Geismar entfernt, aber Kassel-Calden ist mir auch sehr gut bekannt. Im Moment ist die Diskussion, beziehungsweise eigentlich war die Kommunikation zwischen Wiesbaden und den Landkreisen, die ja die Impfzentren per Einsatzbefehl, deswegen ist das auch alles reguliert und jeder baut das Impfzentrum im Prinzip nach entsprechenden Standards auf, war die Kommunikation gut. Und wir wissen ja auch, dass 28 Impfzentren bereitstehen und loslegen könnten. Im Moment hapert so ein bisschen. Sicherlich haben Sie die Diskussion mitbekommen. Am 19. Dezember sollen von den 28 Impfzentren 6 Impfzentren in den, ich sag mal, eher Ballungsgebieten an den Start gehen. Das ist Kassel, wir haben es eben dort gesehen. Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt. Und alle weiteren 22 Impfzentren sollen dann später an den Start gehen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass eben momentan der Impfstoff so knapp ist. Allerdings muss man sagen, die 28 Impfzentren sind derzeit aber ohnehin schon mit der Logistik und mit dem Lager geöffnet. Da ja, wir haben ja von den mobilen Impfteams schon gehört heute Abend, sie dort ihren Impfstoff für das Impfen in den Altenheimen holen. Und deswegen ist es unser Anliegen, dass man nicht nur die wenigen Impfzentren öffnet, sondern dass man schnellstmöglich alle Impfzentren gleichzeitig öffnet. Das bedeutet aber, dass man natürlich nicht alle Impfstraßen, also jedes Impfzentrum hat ja mehrere Impfstraßen, dann kann man eben nicht alle Impfstraßen öffnen. Aber wenn man alle Impfzentren öffnet, alle 28, dann wird dafür Sorge getragen, dass alle jetzt zu Impfenden, und das gibt ja die STIKO, also die Ständige Impfkommission vor, einen schnellen und vor allen Dingen auch einen gleichen Zugang erhalten, bis endlich genügend Impfstoff dann für alle Impfstraßen aller Zentren zur Verfügung stehen. Die Entscheidung der Landesregierung, darüber ärgern sich momentan Landkreise, die Bürgermeister, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, weil gerade auch diejenigen, die auf dem Land bzw. im ländlichen Raum wohnen, dabei zurückgesetzt werden. Und wenn Sie mal schauen, gerade die Menschen, die jetzt geimpft werden sollen, die sind ja über 80, die sollen besonders vor Corona geschützt werden, sind aber auf der anderen Seite oftmals nicht mehr so mobil, dass sie die lange Reise zu einem der 6 Impfzentren bewältigen können. Also das heißt, wer nicht das Glück hat, in der Nähe von Kassel, Gießen, Fulda oder der Metropolregion Rhein-Main zu wohnen, der muss entweder lange Autofahrten oder noch längere Anreisen mit dem ÖPNV auf sich nehmen, um dann geimpft zu werden. Mein Lieblingsbeispiel ist Eifer. Eifer ist schon fast an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. In Waldeck-Frankenberg, für Waldeck-Frankenberg ist eben Kassel zuständig. Das sind bis an den Stadtrand quasi von Kassel 100 Kilometer, ungefähr 1,5 Stunden Fahrt. Ein 80-Jähriger, der vielleicht keine Möglichkeit hat, dass Angehörige ihn fahren, wird das nicht leisten können. Das sehen viele, also wir kriegen ganz viele Anrufe und Zuschriften. Das ist für viele eine Zumutung. Und deswegen sagen wir, man soll auch die 22 übrigen Impfzentren der Landkreise, die ja seit Wochen, seit Dezember einsatzbereit sind, öffnen. Für uns ist das einfach, oder für mich auch, nicht weder epidemiologisch noch politisch nachvollziehbar, warum das Land die Impfzentren in den Landkreisen nicht sofort mit Impfdosen versorgen will. Natürlich sagt man, es gibt zu wenig Impfstoff. Aber man teilt ihn ja jetzt auch schon auf die ambulanten Teams auf. Also kann man sie so auch auf die verschiedenen Impfzentren aufteilen, wenn man das könnte. Das hätte natürlich auch den Vorteil, dass jedes Impfzentrum das Impfgeschehen, wenn auch erstmal in einem kleinen Rahmen, schon mal erproben könnte. Und ich möchte auf noch was hinweisen.
Man muss sich mal die Zahlen der Betroffenen vergegenwärtigen. Wenn wir jetzt wirklich die 80- und über 80-Jährigen in den Blick haben, dann sind davon ganz viele pflegebedürftig. Und wenn wir da dann nochmal gucken, sind rund 3/4 aller Pflegebedürftigen nicht in Heimen, also werden derzeit nicht von den mobilen Teams angefahren, sondern die leben zu Hause und die werden zu Hause betreut. Und deswegen ist die Öffnung der Impfzentren so wichtig. Und außerdem müssen dann, wenn dann entsprechende Impfstoffe zur Verfügung stehen, die häusliche Impfung durch die mobilen Teams unbedingt ausgeweitet werden und auch die Hausarztpraxen. Und ich glaube, da stimmt mir bestimmt der Herr Dr. Pechmann zu, dass dann die Hausarztpraxen auch schnellstmöglich eingebunden werden müssen, um wohnortnahe Impfung zu ermöglichen. Denn ich glaube, gerade auch ältere Patienten, die vertrauen eben auch auf ihre Hausärzte und auf die Expertise ihrer Hausärzte. Bezüglich der Impfstoffe möchte ich vielleicht noch mal sagen, es gibt ja 150 Impfstoffkandidaten. Also wir haben zwar jetzt erst die eine Zulassung von BioNTech und von Moderna und wir haben gehört, eine dritte ist auch in den Startlöchern, die übrigens auch schon seit dem 4.1. in England im Einsatz ist. Und Hessen hat hier feste Lieferzusagen. Gegenwärtig haben wir in Hessen neben dem BioNTech-Impfstoff deshalb zum ersten Mal jetzt 4.800 Impfdosen von Moderna erhalten. Und je mehr Impfstoff wir dann haben, desto mehr Termine können natürlich dann auch vergeben werden. Aber im Moment ist es eben so, dass aktuell die zur Verfügung stehenden Mengen geringer sind als erhofft. Das haben wir alle durch die Presse, durch den Start der mobilen Impfteams in den Altenheimen, aber auch dem Vorgehen der Landesregierung, dass jetzt nur diese 6 Impfzentren starten sollen und nicht alle 28. Und aber auch dem Chaos am Dienstag mit der Terminvergabe gesehen. Und ganz ehrlich, das hat für mich, zumal als Sozialdemokratin, nichts mehr mit Impfgerechtigkeit und auch nichts mit Gerechtigkeit oder gleichwertigen Lebensverhältnissen von Stadt und Land zu tun. Ich favorisiere, und das habe ich ja gerade schon gesagt, einen wohnortnahen Zugang und vor allen Dingen, dass die Lebensrealität der Menschen, die ja jetzt nach der Empfehlung der STIKO zuerst geimpft werden sollen, also vor allen Dingen Ältere, Vulnerable, sowie mit diesen Gruppen arbeitenden Personen besser berücksichtigt werden muss. Ich glaube, das habe ich schon deutlich gemacht. Und dazu gehört eben auch, dass ich die Terminvergabe verbessere. Es kann ja nicht sein, dass Menschen am Telefon oder auf der Webseite, wenn sie das überhaupt schaffen, stundenlang verbringen. Man hat uns am Montag, wir hatten Montag 4 Stunden Sondersitzung zu diesem Thema im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss mit dem Minister Klose. Der hat uns am Montag noch zugesichert, weil wir nachgefragt haben, wie sieht es denn am Dienstag aus? Sind Sie so vorbereitet, dass das funktioniert mit der Terminvergabe? Da hat er uns in die Hand versprochen, dass die Callcenter und das Online-Portal auf hohe Zugriffszahlen vorbereitet sind. Aber etliche Hessinnen und Hessen haben uns was ganz anderes zurückgemeldet. Und selbst die Mitarbeiter, die man vielleicht dann unter der 0, also es gibt ja neben der 116117 auch die Möglichkeit, die 0611 in Wiesbaden anzurufen. Und selbst wenn man da Mitarbeiter erreicht hatte, konnten die einem nicht weiterhelfen, weil der Server so überlastet war, dass die Mitarbeiter selber gar nicht mehr zugreifen konnten. Anfangs, muss ich sagen, hat uns Herr Beuth, Minister Beuth, vor Weihnachten noch erklärt, dass die Impflinge eingeladen würden, dass sie im Prinzip einen Termin bekommen. Warum das jetzt nicht funktioniert hat, wissen wir nicht. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Es gibt ja solche Einladesystematiken im Gesundheitswesen sowieso schon. Mein Beispiel dafür ist die Einladung zur Mammographie. Da werden zwischen 50 und 70-Jährige Frauen in ihrem zuständigen Mammographiezentrum eingeladen. Und wenn sie an dem vorgeschlagenen Termin nicht können, dann melden sie sich zurück. Ich glaube, das wäre bei der Covid-Impfung auch sinnvoll gewesen. Dann hätte es nicht so überlastete Hotlines oder Webseiten gegeben. Was nicht so schön ist, ist halt, dass es nicht
bundeseinheitlich geregelt ist. Jeder macht etwas anderes und der Weg in Hessen war dann nicht der optimale, wie sich Dienstag herausgestellt hat. Im Moment redet ja jeder über Impfgipfel, damit einfach die Produktion von den Impfstoffen gegen das Coronavirus optimiert wird und damit man einfach Möglichkeiten findet, um schneller impfen zu können. Da sind Unternehmen und Politik, die gerade klären, welche Produktionsstätte für pharmazeutische Produkte in Deutschland vorhanden sind und auch, ob Lizenzproduktionen möglich sind. Man arbeitet derzeit auch hier in Hessen mit Hochdruck dran. Vielleicht haben Sie es schon gehört, BioNTech, da soll ein neues Werk in Marburg hochgefahren werden. Und Anfang Februar könnte dieser zweite Produktionsstandort dann auch wirklich an den Start gehen und hoffentlich viel Impfstoff liefern. Aber letztlich muss die Pandemie nicht nur in Hessen oder in Deutschland eingedämmt werden, sondern global. Und das bedeutet, dass baldmöglichst hoffentlich viele Impfstoffe da sind, damit nicht nur in reichen, sondern auch in ärmeren Ländern dieser Impfstoff zum Einsatz kommen kann. Denn Impfgerechtigkeit brauchen wir eben nicht nur in Hessen, so wie ich es erklärt habe, sondern auch global. Aber jetzt, wo die Impfungen begonnen haben, und das ist mir nochmal ganz wichtig, dürfen wir nicht nachlässig werden. Wir haben eben schon gehört, dass wir noch nicht hundertprozentig wissen, wie der Impfstoff wirkt, beziehungsweise wie lange es dauert, bis der Impfstoff wirkt. Darüber sind sich die Experten derzeit nicht einig. Und es dauert auch immer ein paar Tage, aber das können die Apotheker besser beantworten, bis sich eine Immunantwort ausgebildet hat. Und in der Zeit, und das möchte ich nochmal ganz klar und deutlich sagen, da ist man nicht geschützt und man kann sich noch infizieren. Und deswegen ist es so wichtig, auch weiter diese AHA-Regeln einzuhalten, sich und andere zu schützen. Und nach Angaben vom RKI, also vom Robert-Koch-Institut, würden sich angeblich nach Verarbeitung der ersten Dosis innerhalb von 7 bis 14 Tagen eine Wirksamkeit zwischen 50 bis 80% entwickeln. Das Immunsystem also braucht eine Weile, um Antikörper zu bilden. Und deswegen appelliere ich einfach nochmal, dass es essentiell ist, alle Hygienemaßnahmen weiterhin zu beachten, sich und andere zu schützen und so gut wie möglich in den Bereichen, auch in den Hochrisikogruppen, wo gepflegt und betreut wird, neben dem Impfen zu testen, damit durch diese Abstriche einfach die Eindämmung der Infektion auch weiterhin gewährleistet wird. Vielleicht haben Sie mitbekommen, gestern gab es eine neue Verordnung, dass jetzt ein solches Testen regelhaft 2-mal in der Woche in der Altenpflege durchgeführt werden soll. Das finden wir gut, das fordern wir seit Mitte letzten Jahres, beziehungsweise seit März und seit Mai, da hatten wir Sitzungen zu diesen Themen. Meiner Ansicht nach kommt das zu spät. Man hätte, wenn man früher mehr getestet hätte, sicherlich auch mehr Leben noch schützen können. Aber vielleicht noch mal ein Wort zur Wirksamkeit und zur Dauer der Wirksamkeit. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Das wird sich ausweisen müssen. Aber das wird auch ein Stück weit unterschiedlich ausfallen. Wir haben ja jetzt von den verschiedenen Impfstoffen schon gehört. Aber der jetzt kommen soll von AstraZeneca, der soll wohl, man hat es ja im Chat schon gelesen, also der soll leichter zu handhaben sein, also wegen der Kühlung und auch ein Stück weit günstiger. Das heißt, die Impfstoffe haben schon ihre Spezifika. Aber ich möchte nochmal das auch bestärken, was Dr. Pechmann gesagt hat. Die Sicherheit der Impfstoffe hat immer höchstes Gebot. Also von daher, glaube ich, braucht sich keiner Sorgen zu machen. Und es ist einfach wichtig, dass wir jetzt einen flächendeckenden Schutz von Infektionskrankheiten erzielen. Wir haben schon gehört, Herdenimmunität hat Dr. Pechmann angesprochen. Ich hoffe, Sie wissen, was das heißt. Also im Prinzip müssen viele geimpft sein. Dann kann sich der Erreger nicht mehr ausbreiten, weil quasi der Erreger dann bei den Geimpften, ja, ich sag mal, in so eine Sackgasse gerät, weil die Ansteckung durch die Immunität verhindert werden kann.
Und das schützt natürlich die Geimpften selbst, aber auch die Nicht-Geimpften, die eben bei einer Immunschwäche keine Impfung vertragen. Und wir haben ja schon ganz viele Impfprogramme gehabt, um einfach Infektionskrankheiten zurückzudrängen. Ob das die Pocken waren, die wir geschafft haben, gänzlich auszurotten, oder auch Kinderlähmung. Ich glaube, Dr. Pechmann war es auch, der Kinderlähmung angesprochen hat. Bei uns ist die quasi nicht mehr vorhanden. Es gibt aber noch Länder wie Afghanistan oder Pakistan, weil dort die Polioimpfung nicht so wie bei uns eben durchgeführt wurde. Und auch sicherlich haben Sie die Diskussion zu den Masern mitbekommen, weil auch uns, also Hausärzte, aber auch wir als Politiker werden natürlich momentan sehr, sehr oft angesprochen, gibt es jetzt eine Impfpflicht? Bei den Masern haben wir diese Diskussion gehabt um die Impfpflicht und wir wissen alle, dass die Masern eine schwere Erkrankung sind und auch mit vielen, vielen Fällen tödlich geendet haben. Aber es ist in der letzten Zeit so gewesen, dass der Impfschutz gegen Masern wirklich hier auch in Hessen und in Deutschland vernachlässigt wurde. Und deswegen hat sich die Politik dazu entschlossen, eben weil es so gut auch erforscht ist, hier eine Impfpflicht einzuführen, um die Herdenimmunität erreichen zu können. Seit 1. März 2020 gibt es dieses Masernschutzgesetz und das Gesetz sieht vor, dass Kinder, Mitarbeiter in Kitas, Schulen, Personal in Einrichtungen von Gesundheitswesen, aber auch Bewohner sowie Personal von Gemeinschaftseinrichtungen die Impfung nachweisen müssen. Bei Covid-19 ist das ein bisschen anders. Da muss man zwei Aspekte beachten. Auf der einen Seite natürlich den Individualschutz und auf der anderen Seite auch den Gemeinschaftsschutz. Grundsätzlich sollte sich jeder gegen Covid-19 impfen lassen, der eine Impfung möchte. Das wäre der Individualschutz. Und im Moment gibt es mathematische Modelle, die zeigen, dass erst bei einer Immunität, und das haben wir vorhin schon gehört, von 70% in der Bevölkerung die Übertragung von SARS-CoV-2 so weit eingegrenzt werden könnte, damit die Pandemie gebannt wird. Das wäre dann der Gemeinschaftsschutz. Aber weil eben wir noch ganz am Anfang dieses Impfstoffes sind, ist das eben nur ein mathematisches Modell. Und derzeit ist eben nicht hervorsagbar, inwieweit eine Immunität die Virusübertragbarkeit unterbinden oder reduzieren kann. Was aber wichtig ist, dass wir uns impfen lassen. Zur Wirksamkeit haben Sie schon viel gehört heute von den Vorrednern, deswegen will ich nicht nochmal drauf eingehen. Aber ich möchte nochmal sagen, man guckt natürlich, wie viel lassen sich impfen. Deswegen gibt es ein sogenanntes Impfquotenmonitoring, sodass für die neuen Impfstoffe eine zeitnahe Bewertung der Impfinanspruchnahme, aber auch der Wirksamkeit und der Sicherheit erfolgen kann. Und das heißt, man muss erstmal schauen, wie viele lassen sich impfen, wie wirkt der Impfstoff, wie erreichen wir welche Quoten. Und es gab ja auch eben eine Frage zu der Impfbereitschaft in Deutschland. Und vielleicht haben Sie mitbekommen, im November sah das noch gar nicht so gut aus. Aber es gibt eine neue Studie bzw. eine neue Umfrage. Das ist das ZDF-Politbarometer. Und mittlerweile wollen sich 2/3 der Bevölkerung gegen das Coronavirus impfen lassen. Das heißt, die Impfbereitschaft, die steigt. Das ist auch gut so. Und ein letztes vielleicht. Nicht nur ich denke, dass die Impfpflicht unwahrscheinlich ist oder unwahrscheinlich sein wird, schon allein, weil es momentan nicht genügend Impfstoff werden würde, sondern auch die Ständige Impfkommission, die hat eine Impfpflicht momentan überhaupt nicht in dem Blick. Also das ist momentan kein Thema, weil ähnlich wie bei der Grippeimpfung die Impfpflicht auch bei Corona-Impfstoffen nicht zu erwarten ist. Und das sollte einfach auch immer die letzte Option sein, wenn keine anderen Schutzmöglichkeiten mehr bestehen. Ich weiß, Söder hat aus Bayern diese Idee hervorgebracht, dass man vor allen Dingen bestimmte
Berufsgruppen wie Pflegekräfte impfen soll, aber aus Politik und Verbänden folgt eigentlich weitestgehend Kritik an diesem Vorstoß. Und deswegen will ich das auch nochmal aufgreifen, was meine Vorredner gesagt haben. Ziel sollte sein, die Menschen zu überzeugen. Deswegen braucht man eine Impfkampagne. Als Mittel braucht es dazu eine transparente Forschung, öffentliche Kampagnen und Aufklärung. Gerade die Kommunikation ist immer wieder wichtig. Die haben wir immer wieder auch angemahnt, weil man muss den Bürgerinnen und Bürgern einfach auch transparent sagen, warum und wieso etwas gemacht wird. Es braucht also erklärende, umsichtige und abwägende Einordnung, damit jedem ermöglicht wird, die Entscheidungen nachvollziehen und dann auch selber für sich entscheiden zu können. Das ist total wichtig und da wünschen wir uns natürlich als Opposition bessere Kommunikation der Landesregierung. Es reicht nicht nur, Verordnungen zu verschriftlichen oder Maßnahmen zu verordnen, sondern man muss diese auch erklären und runterbrechen und dann auch in ihrer Sinnhaftigkeit begründen. Das kam, glaube ich, bislang zu kurz und das ist so schade, weil eine gute Kommunikation bezüglich auch der Impfung ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein für den Impferfolg. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Und wie gesagt, ich wünsche mir, dass alle Bürgerinnen und Bürger zeitnah und vor allen Dingen auch einen guten Zugang dazu erhalten. Dafür kämpfen wir. Wir haben Montag und Donnerstag erneut Sondersitzungen, wo wir uns genau mit diesen Themen beschäftigen. Und wenn Sie mir Ihre Bürgerinteressen mit auf den Weg geben wollen, dann werde ich dem Herrn Klose diese gerne am Montag und am Donnerstag mit auf den Weg geben. Das war es von mir und ich freue mich auf Rückfragen, wenn Sie welche haben. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Im Chat gibt es schon eine Frage und Sie können jetzt alle noch, die Zeit ist ja schon fortgeschritten, Fragen überlegen, die Sie gerne weitergeben möchten. Was wird getan, um ältere Menschen bei der Terminvereinbarung zu unterstützen? Sehen Sie da neben diesem Callcenter, das Sie erwähnt haben, was natürlich am Anfang mit ganz vielen Anfragen überfordert ist, erstmal noch weitere Möglichkeiten, wie ältere Bürger, die vielleicht sich online schwer tun, dann weiterkommen können, wenn es am Telefon nicht klappt? Denn wir alle kennen ja die Situation, wenn man bei einem Service, bei einer Servicenummer anruft und über Stunden in einer Warteschleife ist, wie nervtötend das sein kann. Also im Moment nicht. Jeder ist da auf sich selbst, beziehungsweise allein auf sich selbst. Wenn man niemanden hat, keinen Enkel, keine Tochter, keinen Sohn, dann muss man sich halt irgendwie selber zurechtfinden. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht auch den Brief gesehen hat oder selber bekommen hat. Das sind 4 oder 6 Seiten. 4 Seiten. Wie, bitte? 4 Seiten. 4 Seiten, genau. Wir hatten zuvor, ein Kollege von mir ist auch mit im, Kollegen von mir sind auch mit hier in der Veranstaltung. Und wir hatten eben schon eine andere Online-Veranstaltung, da hat ein Kollege erzählt, seine Mutter hätte den Brief bekommen und hätte Post vom Innenminister bekommen. Also da ist nur hängen geblieben, da kam Post vom Innenminister, aber nicht, was der Inhalt war. Und das zeigt einfach, dass es da eine Hilfestellung geben müsste, die gibt es nicht. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, dass meine Paten beispielsweise, die sind auch, gehen auf die 80 zu, die haben gesagt, sie gehen zu ihrem Hausarzt, weil sie ihrem Hausarzt eher vertrauen. Und ich glaube, das machen viele Leute, weil sie so verunsichert sind und nicht wissen, wie sie an so einen Termin herankommen. Also wir hätten uns wirklich gewünscht, man hätte einen Termin geschickt bekommen und wenn der nicht gepasst hätte, hätte man an einer zentralen Stelle absagen können. Aber so ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil ja, diejenigen, die nicht so digital affin sind, kommen mit dem System gar nicht zurecht und die werden erstmal das Nachsehen haben. Also ich kann noch mal ganz schnell ein aktuelles Beispiel bringen. Mein Vater ist 92, sieht nichts, kann also den Brief auch nicht lesen, also ist fast blind. Wir haben seit Dienstag versucht, oder ich auch per Internet, da nun einen Termin zu finden. Heute ist es ihm gelungen, weil er nämlich einfach in der Stadt im Rathaus, also beim Bürgermeister irgendwo im Büro angerufen hat. Und da war eine freundliche Mitarbeiterin, die gesagt hat, ja, ich gucke mal, und hat dann quasi online es geschafft,
einen Termin zu vereinbaren, ist klar, da hieß es, es ist noch kein Impfstoff, aber es ist dadurch möglich gewesen. Also nach so vielen Tagen ist es ihm heute gelungen, also über quasi das Rathaus, weil er da einfach angerufen hat und gesagt hat, ich komme nicht mehr weiter, helfen Sie mir doch mal. Und die Dame war so freundlich und hat es dann über online übernommen und hat es tatsächlich, ihr ist es gelungen, mir ist es gestern und vorgestern und auch überhaupt nicht gelungen, aber ihr ist es gelungen. Vielleicht, das ist jetzt nicht der Standardweg, das ist klar. Manchmal sind so ungewöhnliche Wege dann trotzdem hilfreich, aber ist natürlich insgesamt, habe ich ja hautnah erlebt und mein Vater auch, war das eine ganz schwierige und auch sehr missliche Situation. Und das ist die Rückmeldung eben Land auf, Land ab. Und im Chat sehen wir gerade, dass er Kämpchen geschrieben hat in Rheinland-Pfalz und in anderen Ländern ist es eben anders passiert. Und in anderen Ländern wie Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern sind auch alle Impfzentren schon am Start, weil man es dort schafft, den Impfstoff zu verteilen. Und ich meine, wie gesagt, die mobilen Teams kriegen auch ihren Impfstoff aus diesen Impfzentren. Man muss es nur wollen. Uns wäre dieser Wohnortnahzugang ganz, ganz wichtig. Und dann irgendwann, wenn genügend zur Verfügung steht, dass eben die mobilen Teams so schnell wie möglich in die Häuslichkeit zu denjenigen kommen können, die eben nicht mehr mobil sind. Also Frau Herfel sagte noch, und das hat Herr Pechmann ja auch vorhin gesagt, dass es natürlich das Beste wäre, wenn gerade die Älteren über den Hausarzt, über die Hausärztin vor Ort geimpft werden könnten. Das ist jetzt noch nicht so möglich und die Organisation in so kurzer Zeit lässt sich einfach nicht gewährleisten. Aber das ist ja dann die Hoffnung, dass das dann irgendwann, wir wissen noch nicht wann, aber dann möglich ist, dann ist natürlich auch das Organisatorische viel besser zu bewältigen. Also ich hätte gerne tatsächlich als Hausarzt auch die Möglichkeit, weil dann einen Impfstoff zu verimpfen, er ist halt nun mal noch nicht da. Wir müssen mit dem klarkommen, was jetzt da ist. Das sind alles sehr gute Impfstoffe. Mir ist es aber als Hausarzt natürlich lieber, wenn ich meine Patienten, die ich natürlich kenne, und so wird es meinen ganzen Kollegen gehen, wir kennen unsere Leute, wir kennen unsere Patienten, wir haben jahrelang eine Bindung an die, dass die Leute vertrauen uns im größten Teil der Fälle, sodass wir, dass dann auch die Impfakzeptanz sicherlich höher wäre. Wir versuchen, also für mich wäre es lieber, wir sind noch eine Hausarztpraxis, wir machen Hausbesuche tatsächlich und das mache ich auch sehr gerne, weil man bei den Leuten dann auch in ihrer gewohnten Umgebung dann sein kann. Ich kann mit meinen Mitarbeiterinnen, könnte man zum Beispiel gemeinsam auch sowas dann stellen, aber das ist halt nun mal noch nicht da. Ich sicherlich, wenn dann die Möglichkeit besteht, dann werden wir Hausärzte das sicherlich auch gerne machen, wenn es möglich ist. Frau Keim schreibt auch gerade noch mal im Chat, das stimmt ja auch, das ist von mir wahrscheinlich auch gerade noch mal falsch gesagt worden, dass es erstmal darum geht, man lässt sich registrieren und die Impfzentren arbeiten ja noch gar nicht erst ab dem 19. und es gibt ja auch noch nicht genügend Impfstoff, aber das heißt, die Registrierung ist schon ein erster Schritt und das heißt dann, wenn es wirklich Impfstoffe gibt und auch so die Impfzentren dann arbeiten können, also jedenfalls die Arbeit aufnehmen können als Impfzentren vor Ort, dann kriegt man Termine zugewiesen, aber jetzt ist es erstmal nur die Registrierung. Ja, mit Blick auf die Uhr. Jetzt gäbe es die letzte Chance, nochmal an einen unserer Experten eine Frage zu stellen. Falls Sie noch etwas Dringendes auf dem Herzen haben, das Sie weitergeben möchten oder eine Frage, die noch nicht beantwortet ist. Herr Schweriner meldet sich noch und vorhin gab es noch eine Frage, die noch nicht beantwortet worden ist. Es geht ja darum, dass der Impfstoff, der jetzt quasi ja verimpft wird, ja einfach nur eine sogenannte bedingte Zulassung hat. Das heißt also, er ist ja vor Abschluss der vollständigen klinischen Prüfung auf den Markt gekommen. Aber die Firmen, so heißt es dann auch, übernehmen jetzt keine Haftung dafür. Und ob das nicht so auch eher das Misstrauen in so einen Impfstoff schürt oder so, dass das Vertrauen dann eben nicht dadurch wächst. Das war vorher noch eine Frage, die im Chat auftauchte. Also meines Erachtens haftet auch hier der Hersteller. Ah ja. Also im Prinzip gelten für den Hersteller die gleichen Rechte und Pflichten wie bei einer Standardzulassung. Okay. Deshalb, ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt, dass der Hersteller nicht haften würde, also wo das aufgetaucht ist.
Ja, ich weiß auch nicht, ich finde es ja auch super, wenn Sie, Herr Pechmann hatte auch schon gerade zu einer Antwort angesetzt, Sie haben da auch noch andere Informationen. Also vielleicht ist das auch eine, wie Sie auch schon sagt, vielleicht auch eine Falschinformation in dem Sinne. Das ist ja das, was die Politik ja eigentlich geschafft hatte, dass tatsächlich, oder dass man sich in Europa tatsächlich dazu entschieden hat, nicht eine Notfallzulassung durchzuführen, sondern wir haben eine ganz normale, wir sind hier die ganz normale, Frau Dr. Sommer kann mich da sicherlich korrigieren, eine ganz normale Zulassung durchgegangen. Das ist auch der Grund, warum es bei uns erst später anfängt, warum erst jetzt schon in England begonnen wird und in den USA, um gerade die Impfakzeptanz zu erhöhen, um nachher nicht sagen zu müssen, ja, wir haben ja nur so eine Mini-Zulassung gemacht, sondern hier ist der Impfstoff, ist dem Weg der komplett der normalen Zulassung, die in Europa nötig ist, um den Impfstoff auf den Markt zu bekommen, gegangen. Und dementsprechend ist dieser Impfstoff hat nach meinem Wissen nicht eine Teilzulassung, er hat eine Vollzulassung, ganz normale Zulassung wie jeder andere Impfstoff auch, weil er ist die gleichen Hürden, Barrieren gegangen und Testverfahren und dieser Impfstoff ist genauso sicher getestet worden in Europa wie alle anderen Impfstoffe, die hier auf den Markt kommen. Dementsprechend ist da weiß ich, was die Haftung angeht, das müssen man Juristen fragen, aber das ist eine Vollzulassung und der wird genauso verkauft beziehungsweise wird genauso verimpft wie alle anderen Impfstoffe, die bei uns in Europa zugelassen sind. Vielen Dank. Dankeschön. Es gab noch eine Frage, ob jemand, der schon selbst infiziert war, sich trotzdem noch impfen lassen sollte. Da scheiden sich momentan die Geister. Momentan ist der Impfstoff knapp, daher sagt das Gesundheitsamt, dass wir, wenn wir einen wirklich PCR-positiven Fall haben, von einer gewissen Immunität ausgehen können und dass daher momentan dieser nicht geimpft wird. Das wird auch tatsächlich abgefragt vorher. Das wird auch, wenn wir in die Heime fahren, vorher geben wir einen Meldebogen, wo dann auch angegeben wird, ob jemand positiv war in der Vergangenheit. Wir gehen aber fest davon aus, wenn wir ausreichende Mengen an Impfstoff haben, dass die PCR-positiven, also die an Corona erkranken, dann auch nochmal eine Impfung bekommen. Also die STIKO sagt das ja auch oder gibt halt auch die Empfehlung, dass die bereits erkrankt waren, also noch nicht mal die aktuell positiv sind, sondern die irgendwie diese Infektion durchgemacht haben, durchaus noch geimpft werden können. Und bis zu welchem Alter, also jetzt haben wir gehört, wir haben mit 80 angefangen, bis zu welchem Alter wird es nach unten gehen? Weil Kinder sind ausgenommen, aber bis zu welchem Alter soll irgendwann die Gesamtbevölkerung geimpft werden? Also es gibt 5 verschiedene Stufen. Das fängt an erstmal jetzt mit den Altenheimen, mit denen, die sich um die alten Menschen kümmern, die 90-Jährigen, alle die im Prinzip, man spricht von Exposition, also die ein höheres Risiko haben zu erkranken oder näher an dem Covid-Virus dran sind, die werden geimpft. Und dann gibt es ein abgespecktes Verfahren. Also bei Nummer 2 kommen dann im Prinzip die etwas Jüngeren, also unter 80-Jährigen dran, Pflegepersonal, Rettungsdienst, Hausärzte etc. etc. Und bei Stufe 5 sind dann irgendwann, also zwischendurch sind man auch mal die 65-Jährigen als Altersgruppe genannt. Und dann in der Stufe 5 sind im Prinzip alle restlichen subsumiert. Aber Sie können sich das angucken. Das Robert-Koch-Institut hat all diese Empfehlungen aufgelistet und da gibt es sogenannte Bulletin. Da finden Sie dann eine Grafik, wo ganz genau diese verschiedenen 5 Gruppen beschrieben sind und mit Spiegelstrichen, wer in die Gruppe einsortiert ist. Aber hat Spahn nicht das über, geht er nicht einen anderen Weg? Spahn hat ja sozusagen die zusammengeführt in 3 Gruppen, wenn ich das richtig Erinnerung habe. Also ich kenne die Empfehlung der STIKO, also der Ständigen Impfkommission, und die ist eigentlich zugrunde gelegt worden. Die Länder konnten sich, vor Weihnachten war das, ich kann das Datum nicht mehr sagen, aber die Länder mussten an den Bund zurückmelden, ob sie mit dieser Empfehlung so einverstanden sind. Das haben die Länder geschlossen getan
Und auf der Grundlage hat der Bund in seiner letzten Sitzung in Berlin diese Empfehlung so beschlossen. Deswegen gehe ich davon aus, dass eigentlich auch die STIKO-Empfehlung mit diesen 5 Gruppierungen eingehalten werden wird. Aber das werden wir auch im Verlauf des Impfgeschehens sehen. Viele Fragen sind eben noch nicht abschließend geklärt, aber allen ist daran gelegen, dass wir ein gutes, positives Impfgeschehen haben und dass wir diejenigen zuerst schützen, die am meisten gefährdet sind. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Es gab noch eine Frage, warum es denn überhaupt eine Zweitimpfung geben muss? Könnte ich erklären, die Erstimpfung, das ist wie man vielleicht weiß von allen anderen Impfkalender, also vom Impfkalender auch, die Impfung, die Erstimpfung, die zeigt erstmal dem Immunsystem, wie es sich aufzustellen hat, und es werden Antikörper gebaut. Die zweite Impfung ist immer der sogenannte Booster. Damit gibt man nochmal das sogenannte Antigen in den Körper, das heißt den Teil, den der Körper erkennen soll, und dass dann der Körper nochmal dazu animiert wird, mehr Immunkörperchen, also Antikörper, aufzubauen. Und vor allem, was ganz wichtig ist, dass die Gedächtniszellen aktiv werden und ein immunologisches Gedächtnis oder ein Immungedächtnis entsteht. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen braucht man die zweite Impfung. Deswegen ist empfohlen worden, auch nochmal eine zweite Masernimpfung durchzuführen. Damit hat man noch einen noch höheren Schutz und dadurch kann man eine höhere Immunantwort erzielen. Und vielleicht da nur als kleiner Hinweis, es braucht keiner Angst zu haben, weil die zweite Impfung muss ja dann relativ zügig danach auch stattfinden, weil jetzt der Impfstoff knapp ist. Also diese Dosen, die für die zweite Impfung benötigt wird derzeit schon zurückgehalten und gelagert, dass jeder seine zweite Dose tatsächlich bekommen kann und dann auch die komplette Wirksamkeit ausgefaltet werden kann. Ja, vielen Dank auch noch an Frau Knochenhauer. Sie hat quasi mal einen Link zum RKI in den Chat gestellt, wo man dann die genaue Ablauftabelle sieht, wo es wirklich 6 Schritte gibt, quasi vom Altenheim bis dann alle unter 60. Das könnte man dann also auf der Webseite des RKI beziehungsweise dort in dieser Publikation vom RKI nochmal nachlesen, wie genau so diese Ablauftabelle aussieht und man selbst einordnen kann, wann bin ich denn dran? Ja, ich denke, wir können vielleicht nicht alle Fragen rund um Corona beantworten, aber es ist einiges deutlicher geworden und vor allen Dingen ging es um die Kommunikation. Denn es ist klar, am Anfang gibt es viele Fragen, viel Unsicherheit und Sorgen, die damit verbunden sind. Und ich glaube, unsere Experten konnten da schon einige Fragen beantworten. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, Dr. Silke Lauterbach, die Idee hatte und die Experten mit ausgesucht hat. Herzlichen Dank an Christian Pechmann, an Frau Völkel und Herrn Heckmann, die für die Apotheke gesprochen haben und auch uns die Bilder gezeigt haben. Diese ersten Bilder, die man von innen sehen konnte, mal aus Kalten, wie man sich das vorstellen muss. Und auch ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Sommer, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben, Ihre Sicht der Dinge uns darzulegen. Wir müssen bei diesem Thema weiter im Gespräch bleiben, denn es wird uns mit Sicherheit das ganze Jahr 2021 begleiten, bis wir von so etwas wie einer Herdenimmunität ausgehen können. Ein wichtiges Thema und ich danke Ihnen für Ihr großes Interesse. Bleiben Sie uns gewogen und wenn Sie mögen, können Sie am kommenden Dienstag wieder eine Ausgabe von Was bewegt sehen. Dann heißt es Kultur im Lockdown und wir begleiten mit Videos einzelne Künstlerinnen und Künstler aus der Region um Kassel mit der Frage, wie geht es eigentlich den Kulturschaffenden in dieser Situation? Vielen Dank und noch einen schönen Abend.